Hallo und herzlich willkommen zu unserem Livestream im VHB-Kurs Mobile Apps für Android. Ich hoffe, Sie können mich alle hören und verstehen. Wie immer sagen Sie gerne kurz Hallo, schreiben Sie was in den Chat rein. Dann weiß ich, dass Sie da sind, dass ich nicht ganz alleine bin. Und sobald wir das geklärt haben, könnten wir dann auch langsam direkt loslegen mit dem, was wir heute vorhaben. Ich würde heute gerne mit Ihnen ein Thema besprechen und mir das auch praktisch anschauen, was relativ wichtig sein wird für nicht nur die nächsten Aufgaben, die wir so im Kurs bearbeiten, sondern natürlich dann später auch vor allem für Ihre Projekte, nämlich die Verwendung von Datenbanken, ganz speziell mit der Room Library, so als Abstraktionsschicht gegenüber der direkten Verwendung von der SQLite-Datenbank. Und werde versuchen, Ihnen zu zeigen, wie, wenn man mal da durchgestiegen ist, durch dieses ganze Room API-Framework, wie leicht es eigentlich ist, in eine App, die man implementiert hat, so eine Persistenzschicht, also so sitzungsübergreifende Speichern von Daten zu integrieren. Das wird für ganz viele Use Cases, die wir bearbeiten werden, zwingende Voraussetzung sein. Also später, wenn Sie Ihre Projekte bearbeiten, wird das wahrscheinlich ohne irgendwie eine Datenbank gar nicht wirklich funktionieren. Das Problem ist, das ist ziemlich langweilig. Das, was wir heute durchgehen werden, und ich sage schon mal vorweg, da werden wir uns ein bisschen durchquälen, gerade weil wir auch mit einem fertigen Anwendungsbeispiel beginnen. Das wird nicht so super spannend sein, wie vielleicht, wenn wir ein bisschen offener programmieren, wie in einer anderen Sitzung. Aber ich glaube, wir müssen da kurz durch. Wir ziehen das durch. Ich habe auch ein Beispiel vorbereitet, was vielleicht vom Inhalt her ein bisschen interessanter ist. Und wenn Sie das dann mal durchgearbeitet haben mit mir und in der Übung auch nochmal durcharbeiten auf dem Übungsblatt von dieser Woche, dann sind Sie, glaube ich, auch ganz, ganz gut vorbereitet, das in Zukunft selber zu machen. Und hoffentlich sehen Sie dann, dass durch dieses Annotieren im Code, durch das Vorbereiten von diesen ganzen Helper-Klassen und Interfaces, die man dazu braucht, die eigentliche Programmierung, die eigentliche Datenbankprogrammierung komplett wegfällt und eben dann dadurch dieser große Vorteil entsteht von der Nutzung von Room gegenüber vielleicht irgendwie dem selbstständigen Implementieren von irgendwelchen SQLite-Hilfsklassen, was man ja auch machen könnte in Android. Also, das ist das, was wir heute vorhaben. Wir beschäftigen uns ein bisschen mit Room, mit dieser Datenbank-Abstraktionsschicht für Android, bauen das in eine fertige Anwendung ein, sehen da hoffentlich am Ende, wie vorteilhaft das ist und wie leicht man auch, zumindest bei so kleineren Beispielen, dann es hinbekommt, dass, wenn ich irgendwie eine App benutze und die geschlossen habe, danach dann noch die Informationen, die ich angelegt habe als Nutzer oder Nutzerin, da sind. Und nochmal, ganz, ganz viele Use Cases, die so in Zukunft interessant sein könnten, die es geben wird, werden ohne das gar nicht funktionieren. Bevor ich jetzt loslege und meine kleine Sammlung an Folien mit Ihnen bespreche, würde ich nochmal den Link in den Chat posten, mit dem Sie sich das Starterpaket runterladen können. Das können Sie dann ja vielleicht schon mal öffnen in Android Studio. Nochmal der Hinweis, erschrecken Sie nicht, da ist ganz, ganz viel Code vorgegeben, den erkläre ich jetzt auch gleich. Der schaut auf den ersten Blick vielleicht ein bisschen kompliziert aus. Ich glaube, der ist auch halbwegs kompliziert, aber nochmal, wir werden Schritt für Schritt in diese bestehende Anwendung dann diese Persistenzschicht in Form von einer Datenbank einbauen und das ist bewusst so gewählt, dass wir ein Beispiel nehmen, was schon komplett fertig ist, funktional, und dann hoffentlich diesen Vorteil sehen, dieser in Anführungsstrichen einfachen Integration von einer Datenbank. Lassen Sie uns das einfach mal ausprobieren und lassen Sie uns vielleicht damit starten, dass ich ein bisschen was an Folien mit Ihnen durchgehe. Wie immer, wenn es Fragen gibt, schreiben Sie einfach in den Chat rein. Wenn ich nochmal was ein bisschen genauer erklären soll oder wenn ich schlecht erklärt habe, dann einfach Feedback geben. Ich habe immer einen Blick auf den Chat und sehe dann, was Sie mich so fragen. Jetzt werden es auch langsam ein bisschen mehr. Für die Leute, die jetzt dazugekommen sind, nochmal der Hinweis, wir gehen jetzt am Anfang wieder ein bisschen was Organisatorisches durch, schauen uns an, was wir eigentlich vorhaben und dann beginnen wir mit dem Programmieren. Programmieren wird diese Woche aber in Anführungsstrichen gesetzt sein, weil das, was wir heute machen, das Integrieren von Room, also eine Persistenzschicht in eine Android-App, die schon da ist, ist jetzt vom Programmieren her und vom Code her nicht ganz so spannend. Aber Sie werden sehen und Sie werden das hoffentlich dann in Zukunft gut nutzen können. Schauen wir uns mal ganz kurz an, wo wir stehen und was Sie so aus der letzten Woche mitgenommen haben. Letzte Woche hatten wir keinen Stream, aber Sie haben sich hoffentlich mit den Lernmaterialien beschäftigt und was Sie da rausgelesen haben sollten und in der Übung auch ausprobiert haben sollen, ist so ein bisschen mehr da zu, wie Sie in dem User-Interface Ihrer Anwendung Daten darstellen, Daten, auch strukturierte Daten, listenorientierte Daten, den Nutzern und Nutzerinnen präsentieren können, damit die damit interagieren können. Also es ging weiter um neue UI-Elemente, ganz konkret um List- und Recycler-Views. Und wir haben dieses Konzept von Adaptern kennengelernt, was ganz, ganz wichtig ist, weil wir versuchen in Android und eigentlich immer, wenn wir irgendwie halbwegs komplexe Software bauen, diese beiden Bereiche User Interface und Datenschicht voneinander bestmöglich zu trennen. Wir haben irgendwo in unserer Anwendung ganz, ganz wichtige Daten, zum Beispiel die To-Do-Einträge von unserer Tasklist, die sind ganz wichtig, ohne die funktioniert unsere App nicht, die bilden den Kern der Programmlogik. Das sind aber irgendwelche Informationen erstmal nur, irgendwelche Hinweise, dass eine bestimmte Aufgabe ansteht, vielleicht schon erledigt ist. Und dann gibt es das User-Interface und in dem User-Interface werden diese Informationen dargestellt. Das sind nicht genau die gleichen Informationen, die im Kern unserer Anwendung sind, sondern das sind visuelle Repräsentationen davon. Und wir könnten die auf ganz unterschiedliche Art und Weisen vielleicht darstellen. Vielleicht nicht nur in der Liste, sondern in irgendeiner Grid-Ansicht. Vielleicht erlauben wir auch, dass die Informationen ausgedruckt werden können. Ich weiß es nicht, was da so alles denkbar ist, aber wir haben häufig diesen Wunsch, dass wir diese beiden Ebenen innerhalb der Anwendung ganz, ganz klar voneinander trennen. Die Daten in unserer Anwendung, um die herum, die Algorithmen und Funktionen, die mit diesen Daten interagieren und dann nochmal drumherum die verschiedenen Darstellungsmöglichkeiten, zum Beispiel in Form von so einem List-View oder Recycler-View. Und in Android gibt es ein ganz interessantes Konzept, wie wir diese Informationen oder wie wir generell Daten und UI miteinander in Einklang bringen. Das ist dieses Konzept von den Adaptern, was Sie sich angeschaut haben. Sie haben auf der einen Seite eine Datenstruktur, Sie haben dann um diese Datenstruktur herum den Adapter, eine Klasse, die Sie entsprechend implementieren. Und dieser Adapter liefert diese Informationen, die in der Datenstruktur gekapselt sind, dann für verschiedene Views nach außen. Was wir jetzt heute benutzen werden, ist dann so ein Recycler-View mit entsprechenden Adaptern. Der RecyclerView, werden Sie gleich sehen, stellt Informationen dann in der Form, wie wir das verwenden, in so einem Grid dar. Das ist dann nochmal ein extra Layout-Manager. Aber unser Adapter liefert dann die Informationen, die den Kern unserer Anwendung bieten, für dieses View nach außen und dann werden die dort dargestellt. Und das ist ein ganz, ganz wichtiges Konzept. Das wird uns jetzt immer begleiten in Android. Wir nutzen diese Adapter, um diese beiden Bereiche unserer Anwendung, Daten in einer Datenstruktur, einer ArrayList zum Beispiel, mit unserem User-Interface zu verbinden. Im User-Interface werden die nur dargestellt und die Nutzer und Nutzerinnen interagieren damit. Über diese Adapter kriegen wir dann auch mit, wenn irgendwelche Interaktionen mit diesen dargestellten Informationen passieren und als Reaktion darauf verändern wir die dann wieder innerhalb dieser Kernschicht unserer Anwendung und sorgen dafür, dass die dann auch wieder in der veränderten Fassung im User-Interface angezeigt werden. Schlüssel für diese Verbindung sind immer die Adapter, die wir dafür nutzen. Und weil das Ganze immer so ein Hin und Her ist, Daten liegen in der App, werden angezeigt, Nutzer und Nutzerinnen tun irgendwas. Als Reaktion darauf werden die Daten verändert. Wenn die Daten verändert werden, werden sie neu wieder im User-Interface angezeigt. Geht es so langsam in die Richtung, dass wir uns um ein paar Pattern Gedanken machen müssen oder uns ein bisschen damit beschäftigen müssen, wie wir diese immer gleichen Abläufe innerhalb unserer Anwendung integrieren. Und eine Sache, die spätestens jetzt wieder aus dem Gedächtnis hervorgekramt werden sollte, aber eigentlich schon auch die letzten Wochen immer dabei war, war dieses Konzept von den Listenern, die ganz, ganz wichtig sind. Wenn irgendwas im User-Interface passiert, wenn die Nutzer und Nutzerinnen irgendwas tun, dann kriegen wir normalerweise das über Events mit, die wir dann auch abfangen müssen. Und das Ende dann von so einer Eventkette, ausgelöst dadurch, dass der Nutzer oder die Nutzerin vielleicht irgendwie so ein Task-Item in unserer Liste anklickt, ist dann immer eine bestimmte Komponente in unserer Anwendung, die dieses Ereignis verarbeitet. Also zum Beispiel dafür sorgt, dass das Item, was durch diesen Eintrag in der sichtbaren Liste repräsentiert worden ist, dann vielleicht seinen Status ändert, und die Verbindung in diese Komponente, die das Ganze verarbeitet, passiert dann in der Regel über so ein Listener-Interface, also eine Schnittstelle, die von der Komponente implementiert wird, und als ein solcher Listener registriert sich diese Komponente dann zum Beispiel bei dem Adapter, der dann zurückmeldet, wenn irgendein Nutzer oder eine Nutzerin einen bestimmten Teilbereich von dieser verwalteten Liste-View oder dem RecyclerView angeklickt hat. Das geht manchmal über ganz schön viele Ketten hin und her. Wenn wir jetzt mit dem RecyclerView arbeiten, dann haben wir immer diesen View-Holder noch als Unterkomponente. Der meldet eine Interaktion auf dem User-Interface an den Adapter. Der Adapter meldet das dann an eine andere Stelle von der Komponente, von der App. Das schaut auf den ersten Blick manchmal ein bisschen kompliziert aus, wenn das dann so über mehrere Ebenen hin und her gereicht wird. Aber die Idee ist immer dieselbe. Wir kriegen Informationen mit, die durch ein Ereignis ausgelöst werden, und wir schichten das dann oder verschieben das dann in unserer Anwendung an die richtige Stelle. Listener sind ein ganz wichtiger Baustein für diese Art der Programmierung. Das ist das, was wir uns schwerpunktmäßig in der letzten Woche angeschaut haben. Was machen wir jetzt heute? Heute beschäftigen wir uns mit einem weiteren ganz essentiellen Baustein von interessanten Apps. Wir versuchen jetzt im Lauf des Semesters immer diesen Werkzeugkasten, den Sie zur Verfügung haben, um Ihre Apps zu bauen, zu vergrößern und mehr Inhalt da reinzupacken. Und das wird jetzt gerade in dieser Sitzung und auch in der nächsten Woche noch so sein, dass so ganz fundamentale Dinge, die man einfach braucht, um interessante Apps zu bauen oder interessante Software zu schreiben, in diesen Werkzeugkasten wandern. Und eine ganz wichtige Sache, die man so braucht, ist irgendwie eine Möglichkeit, Informationen, die dadurch, dass ihre Nutzer und Nutzerinnen eine App benutzen, entstehen, abzuspeichern. Also wenn Sie eine To-Do-Liste haben, dann ist das, was wir letzte Woche gemacht haben, sehr cool schon. Wir können im User-Interface eine Liste von Aufgaben anzeigen. Nutzer und Nutzerinnen können die hinzufügen, indem sie im Text-View was reinschreiben, im Edit-Text was reinschreiben und dann eine neue Aufgabe erstellen. Dann können Sie da drauf tappen und dann wird irgendwie der Status geändert. Alles interessant. Problem ist nur, und das haben Sie wahrscheinlich auch schon bemerkt, wenn Sie die App schließen, ist diese Liste weg. Und ich glaube, es gibt nichts Blöderes als das für eine To-Do-Liste. Eine To-Do-Liste, bei der ich mir jedes Mal, wenn ich die App öffne, selber in Erinnerung rufen muss, was ich denn für Aufgaben hatte, damit ich die dann neu eintragen kann, macht jetzt nicht so viel Sinn. Und das ist ein gutes Beispiel dafür, dass diese sitzungsübergreifende Speicherung von Daten einfach essentiell ist für ganz viele Use Cases. Eine To-Do-Liste ist so das Paradebeispiel. Ich möchte mich ja ganz bewusst am nächsten Tag, wenn ich die App wieder öffne, an das erinnern, was ich mir als Aufgabe am letzten Tag oder während der letzten Nutzung, während der letzten Session mit dieser App tatsächlich gemerkt habe. Und darum geht es jetzt, und das ist für viele Sachen, die dann im Laufe des Semesters folgen und nochmal, vor allem auch für die Projekte, die am Ende anschließen, einfach ein essentieller Baustein. Sie brauchen das. Apps, die immer mit dem gleichen State starten, sind langweilig. Apps, bei denen Sie die Möglichkeit haben, auf das, was die Nutzer und Nutzerinnen bei der letzten Nutzung gemacht haben, einzugehen, sind super. Wie machen wir das? Wenn Sie sich die Lernmaterialien angeschaut haben oder das vielleicht aus anderen Kursen schon kennen, dann wissen Sie vielleicht, dass es sowas wie Datenbanken gibt. In Android gibt es das auch. Also Sie können relationale Datenbanken in Ihrer Anwendung verwenden. SQL-basiert. Es funktioniert in Android dann ganz spezifisch mit SQLite. Das ist dann das Datenbanksystem bzw. die Anfragesprache, also so ein SQL-Dialekt. Und Android bietet dann dieses ganze Datenbankmanagementsystem an. Sie können eine SQLite-Datenbank erstellen, über SQL selber Anfragen erstellen, und das kann man dann nutzen, um die Persistenzschicht der Anwendung zu bauen. Also Sie schreiben irgendwelche Queries und kümmern sich um alles selber, aber eigentlich ist das super nervig. Also SQL-Statements für solche Sachen wie speicher mal bitte dieses Objekt in der Datenbank oder gib mir dieses Objekt rauszuschreiben, das macht man heutzutage nicht mehr. Man greift vielleicht noch auf SQL zurück, wenn man ganz, ganz spezielle Queries hat, die man vielleicht selber tatsächlich besser formulieren kann, als das irgendwie ein automatisches System kann. Aber eigentlich möchte man irgendwie sich von diesen SQL-Queries abstrahieren und genau das schauen wir uns heute an. Wir schreiben heute vielleicht ein, zwei Queries, aber tatsächlich auch eher als Annotation, und wir versuchen durch die Nutzung von diesem Room-Framework so wenig wie möglich mit dieser zugrunde liegenden ganz unteren Datenbankschicht zu tun zu haben. Also das wollen wir ganz bewusst nicht. Wir wissen, ganz unten in Android ist irgendwo eine SQL-Datenbank, das ist okay, aber wir wollen nichts damit zu tun haben. Wir wollen, dass jemand anders sich darum kümmert, das macht das Room Framework. Wir schauen uns da ganz, ganz einfache Sachen an. Nochmal, wenn man komplexere Sachen machen möchte, also irgendwelche Left, Right, Inner Joins und irgendwelche ganz komplexen SQL-Anfragen, die ich mir jetzt schon gar nicht irgendwie vorstellen kann, weil ich so selten in Verlegenheit gerate, sowas zu tun, dann kann schon mal sein, dass Sie vielleicht selber auch eine bessere SQLite, eine optimiertere SQLite-Anfrage schreiben können, als das vielleicht mit Room funktioniert. In der Regel für so einfache Sachen, also für diese klassischen CRUD-Mechanismen, Create, Read, Update, Delete, also für diese 4 verschiedenen Operationen, die man auf Daten so häufig durchführt, müssen Sie das aber nicht machen. Da müssen Sie nicht mehr selber irgendwelche großartigen SQL-Anweisungen schreiben, sondern das übernimmt dann einfach das Room Framework oder zumindest das Umsetzen dieser Query in dann eine Form, in der Sie am Ende trotzdem wieder ganz normal mit Java-Objekten arbeiten, übernimmt dann eben Room. Also das schauen wir uns für einfache Sachen an. Wir behalten im Hinterkopf, komplexere Sachen funktionieren vielleicht ein bisschen anders. Und wir schauen uns an, wie wir dann das Ganze tatsächlich in so eine fertige Anwendung integrieren, was es da vielleicht noch für Dinge zu berücksichtigen gibt. Bevor ich Ihnen das Beispiel zeige und bevor wir uns dann durch den Code durcharbeiten, vielleicht kurz mal die Frage an Sie. Wer von Ihnen hat denn schon mal mit so Datenbanken gearbeitet? Schreiben Sie mal Ja in den Chat rein, wenn Sie schon mal eine Datenbank angelegt haben, sich ein bisschen mit SQL auskennen oder vielleicht auch mit nicht-relationalen Datenbanken gearbeitet haben, und schreiben Sie mal Nein in den Chat rein, wenn das jetzt tatsächlich irgendwie der erste Berührungspunkt für Sie mit diesem Konzept Datenbanken ist. Okay, also die Leute, die sich äußern, haben schon mal was gemacht. Haben Sie damit mit so SQL-Dialekten gearbeitet? Können ja vielleicht die Leute, die schon mal mit Datenbanken gearbeitet haben, nochmal kurz in den Chat reinschreiben, mit was für Datenbanken Sie da gearbeitet haben, also relationale, objektorientierte, Dokumentendatenbanken etc. Und ob Sie vielleicht auch schon mal mit SQL gearbeitet haben. Aber auch ein paar Leute haben noch gar nichts gemacht. Die Leute, die jetzt noch gar nichts mit Datenbanken gemacht haben oder noch nichts mit SQLite oder so zu tun gehabt haben, denen würde ich ganz, ganz dringend empfehlen, vor allem diesen kurzen Foliensatz auf Ilias sich anzuschauen, den ich da bereitgestellt habe, der nochmal kompakt dieses Konzept relationale Datenbanken zusammenfasst. Und wenn Sie das gemacht haben, dann schauen Sie in den anderen Foliensatz rein, wo dann ganz viel zur Integration in Android dazu erklärt wird. Okay, also so durchwachsene Erfahrungen. Dann schauen wir uns mal an was für einem Beispiel ich Ihnen jetzt dieses Konzept relationale oder SQL-basierte Datenbanken, aber versteckt durch Room als Abstraktionsschicht, zeigen möchte. Und zwar habe ich so ein Beispiel hier vorbereitet. Wir bauen uns eine App, mit der wir mittracken können, was wir so im Laufe eines Monats tun. Und die Idee ist nicht, dass wir Tagebuch schreiben und alles Mögliche tracken, sondern dass jeder Nutzer, jede Nutzerin ganz individuell vielleicht irgendwie etwas hat, was sie jeden Tag machen möchte. Also vielleicht möchten sie jeden Tag ein bisschen Sport machen, vielleicht möchten sie jeden Tag laufen gehen, vielleicht möchten sie jeden Tag Vokabeln lernen, weil sie gerade irgendwie eine neue Sprache lernen, vielleicht möchten sie jeden Tag was für den Android-Kurs machen, vielleicht jeden Tag ein bisschen was in der Wohnung aufräumen. Also jeder hat irgendwie so ein individuelles Ziel und es geht gar nicht darum, dass diese spezifischen Ziele im Vordergrund stehen, sondern es geht einfach darum, dass jeder Nutzer, jede Nutzerin diese eine Sache, die sie regelmäßig tun möchten, tracken kann. Und die Idee ist, ich überlege mir selber, was möchte ich denn tun? Und wenn ich diese Entscheidung gefällt habe, dann nehme ich diese App und an jedem Tag oder für jeden Tag, an dem ich diese Aufgabe, die ich mir selber gestellt habe, an dem ich die tatsächlich erledigt habe, markiere ich das in dieser Kalenderansicht mit einem grünen Punkt, an denen, wo ich das noch nicht gemacht habe oder wo ich es vergessen habe, wird eine rote Markierung gesetzt und so kann ich dann am Ende vom Monat relativ schnell sehen, ob ich meine eigenen Ziele irgendwie gut durchgezogen habe oder ob ich irgendwo dann Lücken hatte. Das ist keine so großartig neue Idee. Also für mich war die größte Inspiration, kann man ja auch mal Quellen nennen, dieser Everyday Calendar oder Calendar, den sehen Sie da unten rechts. Das ist das Ganze in schön und mechanisch und physisch. Können Sie sich ja mal anschauen, wenn Sie möchten. Das ist ein cooles Maker-Projekt und die Idee oder die App, die wir jetzt bauen, ist so eine ganz, ganz einfache, rudimentäre, ja, nachgemachte App-Version davon, sehen Sie links in dem Screenshot. Wir haben für jeden Tag im Monat einen Eintrag und dadurch, dass ich darauf klicke, kann ich den Zustand dieser Tage toggeln. Ein Tag kann entweder offen sein, noch nicht erreicht sein oder grün bzw. rot für Ziel erfüllt oder Ziel erreicht und Ziel nicht erreicht markiert sein. Und das versuchen wir diese App, die Sie da sehen, die versuchen wir jetzt durch eine Persistenzschicht zu ergänzen. Weil Sie können sich vorstellen, so eine App macht nur Sinn, wenn diese Informationen, die die Nutzer und Nutzerinnen zu den einzelnen Tagen gespeichert haben, auch dauerhaft gesichert werden. Wenn ich jedes Mal, wenn ich die App aufrufen würde, mich zurückerinnern muss, habe ich das irgendwie erledigt an dem Tag und an dem Tag vorher und das dann neu eintragen müsste, dann hätte diese App keinen Mehrwert. Also das würde niemand verwenden. Was wir brauchen, ist eine Möglichkeit, dass ich jeden Tag diese App aufmache, tracke, habe ich mein Ziel erreicht, habe ich mein Ziel nicht erreicht und das dauerhaft gespeichert wird. So dann, wenn ich dann am Ende vom Monat die App nochmal aufrufe, dann möchte ich natürlich sehen, an welchen Tagen ich mein selbstgesetztes Ziel erreicht habe. Das versuchen wir mit einer Persistenzschicht zu erreichen. Wir haben ganz, ganz viel von dieser App schon vorgegeben und deshalb müssen wir uns jetzt ein bisschen UI und Software-Design anschauen, damit Sie so einen Überblick über den Code bekommen, in dem wir dann arbeiten werden. Schauen wir mal zuerst auf das User-Interface. Relativ überschaubar, würde ich sagen. Wir haben für jeden Tag im aktuellen Monat so einen kleinen grünen Kreis. Das ist intern so realisiert, das ist eine Text-View. Text-Views sind normalerweise nicht rund, die haben aber einen besonderen Hintergrund, den ich als Shape angelegt habe. Dadurch werden die mit diesem kreisförmigen Hintergrund dargestellt und dann ist noch eine Schriftfarbe und so weiter definiert. Und die sind alle, je nachdem wie viele Tage der Monat hat, sind es dann irgendwas zwischen 28 und 31 von diesen Kreisen. Die sind alle in einem RecyclerView angeordnet. Und dieser RecyclerView, der benutzt einen ganz, ganz bestimmten Layout-Manager, nämlich einen Grid, nicht einen GERD, ein Grid. Layout-Manager, der dafür sorgt, dass die Inhalte automatisch in so einem Gitternetz dargestellt werden, für das wir die Spalten- und Zeilenanzahl selber definieren können. Also das ist der grundsätzliche Aufbau erstmal von dem User-Interface. Einzelne Tage in diesem Text-View. Wir haben darüber dann noch zwei Text-Views für die Überschrift. Die werden auch nochmal mit einzelnen eingefärbten Wörtern schöner hervorgehoben. Das können Sie sich im Starterpaket anschauen, wie das funktioniert. Aber Kern ist dieser RecyclerView. Da sind ganz, ganz viele Textviews drin. Die Textviews haben alle eine bestimmte Shape, damit die so schön rund dargestellt werden. Und damit die Inhalte von dem RecyclerView ja, nett und in dieser gitterförmigen Kalenderansicht dargestellt werden, benutzen wir einen ganz bestimmten Layout-Manager, dem wir diesem Recycler-View zuordnen. Habe ich noch eine Besonderheit gemacht. Ich habe nämlich so eine Item-Decoration noch eingefügt. Das ist was, was man nicht unbedingt braucht, was man aber für Einträge in einem Recycler-View machen kann. Und das funktioniert so, dass Sie eine Klasse definieren, die überschreibt diese Item-Decoration-Klasse. Das ist ein Interface, können wir uns gleich anschauen, habe ich gerade selber nicht mehr so ganz im Hinterkopf. Und was Sie da machen können, ist, Sie können angeben, welche zusätzlichen Layout-Informationen jedem dieser Items mitgegeben werden soll, und zwar abhängig von deren Positionierung. Und das ist ganz interessant, um dann zum Beispiel, wenn Sie UIs haben, wo Sie vielleicht alle Elemente eines Recycler-Views auf eine bestimmte Art und Weise anordnen, aber vielleicht das letzte und das erste ein bisschen anders, oder vielleicht bestimmte Elemente an einer bestimmten Stelle hervorheben möchten, entsprechend gestalten können. Und die Idee ist, jedes Mal, wenn das Recycler-View einen Viewholder weitergibt und der gerendert werden soll, wird zusätzlich diese Item-Decoration genutzt, und da steht dann zum Beispiel jetzt in unserem Fall drin, dass bestimmte Abstände eingehalten werden sollen. Also das können Sie sich dann auch nochmal genauer in dem Starterpaket anschauen, wie das funktioniert. Ist aber alles für unseren Datenbankteil nicht so wirklich wichtig. Das Recycler-View wird mit einem Adapter und natürlich dann auch inklusive von einem entsprechenden Viewholder mit der Datenschicht unserer Anwendung verbunden. Das heißt, das werden wir gleich sehen, der Recycler-View hat dann so eine Liste aus Objekten, Daily Goal-Objekte, und die repräsentieren jeweils einen Tag und haben neben dem Datum von diesem Tag ein Feld, in dem der Status drin gespeichert ist, also erfüllt, nicht erfüllt und so weiter. Und der Recycler-View nimmt dann diese ganze Liste, verwaltet die und sorgt dann dafür, dass der Adapter nimmt diese Liste und verwaltet die und sorgt dafür, dass wenn der Recycler-View die Inhalte darstellen soll, dann die entsprechend richtigen Viewholder für diese Items nach außen gegeben werden sollen. Auch das ist alles schon implementiert. Darum müssen wir uns nicht kümmern. Wir sorgen dafür, dass in dieser App, die, so wie Sie die jetzt sehen, auch schon in dem Starterpaket funktioniert, dann sitzungsübergreifend diese Zustandsveränderung, die die Nutzer und Nutzerinnen durch Klicks auf diese einzelnen Tage durchführen, dann auch persistent in der Datenbank gespeichert wird. Ich gehe jetzt mal ganz kurz mit Ihnen sagen wir mal, das Software-Design, auch wenn das vielleicht ein bisschen überspitzt oder zu hoch gegriffen formuliert ist, dieser gegebenen Anwendung und der intendierten Anwendung mit der Datenbankschicht ein bisschen durch. Es dient jetzt alles dazu, dass Sie, wenn wir gleich mit dem Code arbeiten, schon mal ein Verständnis dafür haben, wie der aufgebaut ist, damit wir uns dann nicht da nochmal immer über die Sachen neu unterhalten müssen, weil es auch gar nicht so wichtig ist, dass Sie jetzt im Detail hundertprozentig wissen jetzt in diesem Moment, wie der Recycler-View funktioniert. Sie müssen nur wissen, wie die App insgesamt aufgebaut ist, welche Elemente mit welchen Elementen interagieren, damit wir dann an gezielt den richtigen Stellen dieses ganze Room-Zeugs integrieren können. Und wenn Sie sich mit den Lernmaterialien beschäftigt haben, werden Sie ja wissen, vieles von dem ist einfach Annotieren von gegebenen Code. Das heißt, wir fügen neue Informationen in unsere bestehenden Klassen ein, damit Room weiß, wie es damit umgehen soll. Also deshalb jetzt nochmal 2, 3 Folien zum Software-Design, damit Sie so einen Überblick haben, wie das Ganze aufgebaut ist. Unsere Datenschicht bauen wir oder haben wir um eine ganz bestimmte Klasse drumherum aufgebaut. Die heißt Goal Tracker. Vielleicht könnte man sagen, das ist das Model unserer Anwendung. Auf jeden Fall ist es die Klasse, die Daten, das heißt die Informationen darüber, an welchen Tagen wir unsere Ziele erreicht haben oder auch nicht, für die gesamte App verwaltet. Und wie macht die das? Die macht es, indem dort eine Liste von Daily Goals verwaltet wird. Daily Goals, das ist repräsentiert einen einzelnen Tag bzw. die Zielerfüllung für diesen einzelnen Tag. Heißt, es ist ein Objekt, was ein Datum hat, damit der Tag klar ist und dann eben diesen Zustand, Goal State, habe ich an diesem Tag mein Ziel erreicht oder nicht. Und der Goal Tracker, der hat eine ganze Liste von diesen Daily Goals für die aktuellen Tage des Monats und darüber können wir dann in unserer Anwendung erfragen, an welchen Tagen wir unsere Ziele schon erreicht haben und an welchen möglicherweise wir unsere Ziele nicht erreicht haben. Goal State kann sein erfüllt, nicht erfüllt oder noch offen. Und wenn ich so eine geschlossene Liste an Zuständen habe, dann wissen Sie mittlerweile, dass ich das und ganz viele andere Leute super gerne mit Enums regeln. Und das ist dann auch in unserer Datenschicht drin. Wir haben so ein Goal State Enum. Da sind diese drei verschiedenen Zustände vorgemerkt, die ein Daily Goal haben kann. Und das beschreibt dann den Zustand von so einem Tagesziel. Heißt, Daily Goal hat dann intern eine Instanzvariable vom Typen Goal State und die kann sich verändern, um diese drei möglichen Zustände, die so ein Ziel haben kann, offen, unbekannt, erreicht oder verfehlt, abzubilden. Also das ist so das Wichtigste an unserer Datenschicht. Dann gibt es noch einen Listener für diesen Goal Tracker, denn in dem Goal Tracker wird sich ja die ganze Veränderung an unserer Datenschicht abspielen. Das heißt, wenn wir irgendwann später für einen bestimmten Tag festhalten möchten, ja, wir haben unsere Ziele erreicht, dann wird es ja irgendwie dadurch passieren, dass in diesem Goal Tracker ein ganz bestimmtes Objekt vom Typen Daily Goal, was in dieser Liste gespeichert ist, seinen Zustand verändert. Wir holen uns das Daily Goal Ziel von gestern und sagen, ja, an dem Tag habe ich meine Ziele erreicht und dann ändert sich dieser Zustand unserer Datenschicht und das könnte für ganz, ganz viele andere Stellen unserer Anwendung interessant sein, zum Beispiel das User Interface, weil dann an der Stelle, wo im RecyclerView dieser Tag dargestellt wird, vielleicht das Feld nach grün umwechseln muss. Und damit wir diese Zustandsveränderung aus dem Goal Tracker heraus irgendwie kommunizieren können, haben wir einen Listener definiert, irgendeine andere Komponente implementiert dieses Listener-Interface. Der Goal Tracker kennt einen solchen Listener und wenn dann der interne Zustand sich ändert, also irgendwas an dieser Zieleliste aktualisiert wird, informiert der Goal Tracker diesen Listener. Und in unserer Anwendung passiert das alles über eine zentrale Activity, die Main Activity, die wird diesen Goal Tracker oder erstellt diesen Goal Tracker, wenn die App startet, ist selber auch dieser Listener. Das heißt, wenn sich irgendwas im Goal Tracker tut, wird die Activity informiert über dieses Listener, über diese Listener-Schnittstelle und verarbeitet diese Information dann. Also heißt, gibt die dann wahrscheinlich an das User Interface weiter, diese neue Liste an Tageszielen, die aktualisierte, um dann dafür zu sorgen, dass das auch im User Interface angezeigt wird. Also das so grob Datenschicht. Goal Tracker verwaltet letztendlich die Liste der Tage. Daily Goal repräsentiert für jeden Tag ob ich meine Ziele erreicht habe oder nicht. Dieser Zustand, es können genau drei verschiedene Zustände sein, wird über Goal State, über einen Enum abgebildet und wenn sich irgendwas an dem Goal Tracker tut, kriegt das ein Goal Tracker Listener mit und in unserem Fall ist das die Main Activity. Schreiben Sie mir mal in den Chat rein, ich habe keine Ahnung, was in den letzten 10 Minuten gesagt worden ist und 5, ich habe den Aufbau komplett verstanden und könnte das jetzt so runterprogrammieren, ob Sie dieses Software-Design an der Stelle so halbwegs nachvollziehen können. Also 1 kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, 5, klar, könnte ich selber so implementieren. Schreiben Sie mir mal kurz in den Chat rein, was da so Ihr Eindruck ist. Ich fülle in der Zeit nochmal mein Glas nach. Okay, niemand dabei, der jetzt so komplett auf dem Schlauch steht. Das ist doch schon mal gut, und gleich, wenn wir dann unsere Datenbank integrieren, werden wir auch zu diesen einzelnen Stellen nochmal schrittweise zurückkehren. Okay, also so viel zur Datenschicht. Dann braucht unsere Anwendung auch ein User-Interface, damit man irgendwas sieht. Das ist mehr oder weniger um diesen Adapter herum aufgebaut. Das ist ja das Konzept, was wir letzte Woche uns angeschaut haben. Diese besonderen Klassen, die eine Datenstruktur, zum Beispiel eine ArrayList oder so, mit einem User-Interface-Element verbinden, das strukturiert solche Informationen darstellt. In unserem Fall eine Liste von Daily Goals, und die werden dargestellt in einem RecyclerView, also für jeden Tag, für jeden Daily Goal des aktuellen Monats haben wir einen Eintrag im User Interface oder eine Repräsentation im User Interface als Kindelement von diesem Recycler View. Sie erinnern sich, beim Recycler View, da ist es so, dass wir dann für jeden Eintrag so einen View Holder brauchen. Also da ist die Hierarchie, wir haben den Recycler View, der ist das große Ganze, das Elternelement, der wird mit einem Adapter verknüpft. Der Adapter verwaltet eine Datenstruktur, in unserem Fall eine Liste von Daily Goals, und für jedes Daily Goal, was der Recycler View anzeigen soll, wird ein Viewholder erstellt, und dieser Viewholder, der ist dann quasi die Repräsentation von einem einzelnen Eintrag, der ist um dieses Daily Goal dann herum aufgebaut, hat ein bestimmtes Layout und zeigt dann bestimmte Inhalte von einem ganz konkreten Daily Goal an. In unserem Fall wird eine Nummer angezeigt, und je nachdem, was das Daily Goal für einen State hat, wird dann bei diesem Viewholder ein anderes Layout benutzt, um diese verschiedenen Hintergrundfarben zu bestimmen. Dann brauchen wir Interaktion in der Anwendung. Wenn der Viewholder, also die Repräsentation von so einem einzelnen Eintrag, merkt, dass die Nutzer und Nutzerinnen irgendwas mit ihm tun, nämlich draufklicken, dann gibt er das weiter. Und immer wenn irgendwelche Events weitergegeben werden, versuchen wir diese notwendige Verbindung von den zwei Komponenten unserer Anwendung. Ein Element merkt, es wurde angeklickt, ein anderes Element muss das wissen, also lose wie möglich zu machen. Und wir führen dann meistens, wir nutzen dann meistens dieses Listener-Pattern, das heißt, wir führen so ein Interface ein, was abstrakt formuliert, wie diese beiden Komponenten diese Informationen austauschen, wie kriege ich mit, dass ich angeklickt worden bin, und damit sorgen wir dafür, dass diese beiden Komponenten sich nicht direkt kennen müssen, sondern dass in unserem Fall der Daily Goal Viewholder, der mitbekommt, dass sein Item angeklickt worden ist, eigentlich nur irgendeinen Viewholder Listener kennen muss, also irgendjemand, der dieses Interface implementiert, und dem gibt er dann diese Information weiter. Im konkreten Fall bei uns implementiert der Adapter dieses Interface, ist also ein Viewholder Listener, und für jeden Viewholder, den der Adapter generiert, trägt er sich selber als Listener ein, kriegt dann dadurch mit, dass ein bestimmtes Element angeklickt worden ist, und kann dann diese Information weitergeben. Und das passiert dann mit einem zweiten Listener, mit dem Adapter-Listener. Und das ist dann in unserem Fall die Main-Activity. Also wir haben so einen mehrstufigen Prozess in dem Recycler-View für das Verarbeiten von Events. Der Daily Goal View-Holder, langes Wort, merkt, er wurde angeklickt, gibt dem View-Holder-Listener Bescheid. Das ist der Daily Goal-Adapter, der merkt, okay, ein bestimmtes Element wurde angeklickt. Der Adapter macht damit noch gar nichts, also der verarbeitet diese Information nicht, sondern gibt die direkt weiter an die Main Activity. Die ist als Adapter Listener im Adapter bekannt, und die kriegt dann quasi als zweite Instanz mit, dass ein bestimmtes Item angeklickt worden ist. Kriegt dann nicht mehr mit, dass das ein bestimmtes UI-Element war, sondern welches kriegt mit, welcher Tag quasi angeklickt worden ist, also welches Datenobjekt durch dieses angeklickte Element repräsentiert worden ist, und die kann dann diese Informationen wieder in die Datenschicht zurückgeben, das heißt dort dafür sorgen, dass dann ein bestimmtes Element getoggelt wird, und wenn sich dadurch dann der Zustand der Datenschicht verändert, kriegt das der Adapter auch wieder mit und zeigt dann die Elemente anders an. Also das ist der Aufbau der UI Schicht um diesen Adapter herum aufgebaut, der versorgt ein RecyclerView. Damit das funktioniert, brauchen wir so einen Viewholder. Der Viewholder repräsentiert immer ein einzelnes Daily Goal aus dem Adapter. Und da müssen wir uns noch darum kümmern, weil sich Android darum kümmert, dass das Ganze angezeigt wird, müssen wir uns nur noch darum kümmern, dass wir Interaktion mitbekommen. Wenn auf so einen Viewholder geklickt wird, gibt der die Information an den Adapter weiter. Der Adapter gibt das Ganze an die Main Activity weiter. Und überall da, wo diese Übergänge stattfinden, ein Element informiert ein anderes über eine interne Zustandsveränderung, immer mit einem Listener-Interface arbeiten. Okay, das ist die UI-Schicht. Wenn ich Sie jetzt fragen würde, haben Sie das auch so halbwegs nachvollziehen können, können Sie ja auch nochmal auf dieser Skala 1 bis 5 antworten. 1, nee, habe ich gar nicht nachvollziehen können. 5, klar, würde ich mal vermuten. Sie können das ja jetzt noch machen. Schreiben Sie das mal in den Chat rein, 1 bis 5, wie gut Sie das verstanden haben. Ich würde mal vermuten, dass das vielleicht ein bisschen komplizierter ist als das, was ich Ihnen vorher vorgestellt habe, weil da einfach mehr Neues drin ist. Da müssen Sie sich, glaube ich, einfach dran gewöhnen, wie diese Recycler-Views funktionieren. Wir werden Ihnen immer Beispiele zeigen, wie das funktioniert, und das ist immer der gleiche Aufbau. Also Sie haben immer diesen Adapter, Sie haben immer einen Viewholder, Sie haben die Layouts, die dafür notwendig sind. Sie haben wahrscheinlich immer auch diese gleiche Kette an Listenern, damit diese Informationen nach oben gereicht werden. Also wenn das jetzt für Sie heute noch nicht so durchschaubar ist und das irgendwie böhmische Dörfer oder so für Sie sind, machen Sie sich keine Sorgen. Das wird jetzt immer wieder kommen. Also Sie werden immer wieder solche Recycler-Views einsetzen müssen oder einsetzen sollen. Aber das läuft immer nach dem gleichen Schema ab. Also diese grobe Struktur, ein Adapter verwaltet eine Liste von Elementen, kriegt immer vielleicht eine neue Liste mit, wenn die Sachen sich aktualisieren. Wir brauchen diesen Viewholder, damit wir die Information anzeigen können. Wir haben dann diese stufenweise Weitergabe von den Events. Ist immer das Gleiche. Also nicht verzagen. Ich finde es auch kompliziert, aber es ist für mich weniger kompliziert, weil ich es 1000-mal gemacht habe. Wenn Sie das jetzt 2-3-mal machen, können Sie das auch irgendwann vielleicht nicht im Schlaf abtippen, aber Sie werden dann relativ schnell sowas übertragen können auf andere Anwendungsfelder. Also keine Sorgen machen. Ist ein bisschen kompliziert, aber wird mit der Zeit immer einfacher. Okay, letzte Schicht, die wir brauchen, ist unsere Datenbankschicht, und das ist das, was wir jetzt implementieren werden. Wir haben diese Komponenten in unserer Anwendung. Wir haben diesen Goal Tracker, der verwaltet die ganzen Ziele. Wir haben Daily Goal, repräsentiert das Ziel für einen einzelnen Tag. Goal State repräsentiert den Zustand. Listener sorgt dafür, dass die Informationen weitergegeben werden. Und was ich jetzt machen möchte, ist, ich möchte dafür sorgen, dass diese Daily Goals mit ihrem aktuellen Zustand, also am, weiß ich nicht, am 20. Mai habe ich mein Tagesziel erreicht, am 19. Mai habe ich es nicht erreicht, das möchte ich in eine Datenbank speichern mit dem Ziel, dass diese Informationen immer da sind. Dass, wenn ich die App schließe und wieder öffne, diese Information, dass ich an einem bestimmten Tag diesen Zustand schon gesetzt habe, dass die weiter da ist. Das ist mein Ziel. Und ich möchte so wenig wie möglich mit SQLite zu tun haben. Und deshalb werde ich versuchen, um dieses Daily Goal Objekt herum, das ist ja schon in meiner Anwendung das eine Objekt, was diese Information in sich trägt und was eigentlich nur irgendwie abgespeichert werden soll dauerhaft, um das herum werde ich versuchen, diese Room-Implementierung zu machen. Es funktioniert so, dass wir dieses Daily Goal als Entität markieren. Also wir sagen Room, diesem Framework, was sich am Ende um die ganze SQL-Geschichte kümmert, das ist das, was wir abspeichern möchten. Dieses Objekt mit seinen Eigenschaften soll dauerhaft in der Datenbank gespeichert werden. Und das machen wir mit Annotationen. Wir schreiben nicht selber das SQLite, sondern wir sagen, wie Room mit diesem Objekt umgehen soll, damit es gespeichert werden kann. Dann sorgen wir dafür, dass es eine Hilfsklasse gibt, die verwaltet oder die vermittelt zwischen unserem Goal Tracker, unserem Datenmanager und der SQLite-Datenbank bzw. Room, also kleine Hilfsklasse. Und dann sind die restlichen Sachen, die wir implementieren müssen, also nachdem wir das Daily Goal als Entität markiert oder annotiert haben und nachdem wir diese Hilfsklasse geschrieben haben, danach sind die anderen Sachen eigentlich super leicht. Es sind Klassen, die wir schreiben werden, in denen fast nichts drinsteht. Also unsere Day-Database, das werden Sie sehen, das ist so die Repräsentation von der eigentlichen SQLite-Datenbank. Da steht fast nichts drin. Da kümmert sich Room dann darum, das mit Leben zu füllen. Genauso wie dieses Data Access Object, was nur nochmal explizit sagt, über welche Operationen oder mit welchen Operationen wir dieses Daily Goal dann in der Datenbank nutzen können. Sind ganz, ganz wenig. Das ist ganz wenig Code. Das ist mehr oder weniger nur Boilerplate-Code, wo wir an ein, zwei Stellen für unsere spezifische App da nochmal ein paar explizite Hinweise geben müssen. Aber eigentlich ist das überall immer gleich, wenn Sie so eine Room-Datenbank benutzen. Und der Kern ist eigentlich diese Annotation, dieses Daily-Goal-Objekt. Wir sagen Room, wie wir gerne dieses Objekt in einer Datenbank gespeichert hätten, aber kümmern uns dann nicht um die SQL-Implementierung. Darum kümmert sich Room. Was wir da noch brauchen, ganz am Ende, ist so ein Type-Converter, weil an den Stellen, wo Room nicht mehr automatisch weiß, wie es mit unseren Objekten umgehen soll, also Idee ist nochmal, wir wollen dieses Daily Goal in eine Datenbank reinpressen. Das heißt, alles, was in diesem Objekt drinsteht, ein Datum, ein Zustand etc., soll persistent abgespeichert werden. Und in 50 oder 60% der Fälle kann Room das. Room weiß, wie es irgendwie eine Int-Eigenschaft oder eine Boolean-Eigenschaft in der Datenbank speichert. Und für die Fälle, wo in unserem Objekt Dinge drinstehen, die Room nicht kennt, müssen wir dann sagen, wie wir diese Informationen in der Datenbank abspeichern möchten. Das machen wir dann mit dem Type-Converter. Ganz einfach, oder? Versuchen wir das mal. Also nochmal, mir ist völlig klar, das ist nicht leicht, sondern vielleicht sogar eher schwierig, aber wir arbeiten uns da jetzt durch. Ich zeige Ihnen das jetzt einmal, wie das funktioniert, dann schauen Sie sich das in der Übung nochmal an und wenn Sie es dann das nächste Mal selber machen, dann bin ich guter Dinge, dass Sie das hinbekommen. Also, arbeiten wir uns jetzt mal ein bisschen durch. Ich habe das Starterpaket bereits geladen in meinem Android Studio, können Sie auch machen. Ich führe jetzt auch die Anwendung nochmal aus und zeige Ihnen so ein bisschen, wie die aufgebaut ist. So schaut die aus in dem Zustand. Ich habe jetzt hier für den Mai 31 Tage. Wir sind heute, hoffentlich stimmt das, heute müsste der 23. Mai sein, ich glaube schon. Wir haben hier diese ganzen Tage, die sind noch in diesem nicht zugewiesenen Zustand und ich als Nutzer kann jetzt hier reinklicken und sage, okay, am 1. und 2. habe ich meine Ziele erreicht, am 3. habe ich sie nicht erreicht, das heißt, ich toggle durch ganz viele Klicks immer durch diesen Zustand durch, ein Klick wechselt zu erledigt, zweiter Klick wechselt zu nicht erledigt, dritter Klick wechselt wieder zu offen. Also so kann ich mir hier jetzt markieren, dass ich in diesem Monat mein Ziel, was ist mein Ziel gewesen, vielleicht tatsächlich irgendwie Vokabeln lernen oder so, an fast allen Tagen erreicht habe. Problem, wenn ich die App schließe und nochmal aufmache, ist das alles wieder weg. Sind alle Tage wieder in diesem offenen Zustand. Und genau das wollen wir verhindern. Also ich möchte, dass diese App jetzt nutzbar wird. Und wie wird die App nutzbar? Indem ich diese Zustandsveränderung dauerhaft abspeichere. Wenn ich sowas machen möchte, habe ich in Android verschiedene Möglichkeiten, wie ich sitzungsübergreifend was abspeichern möchte. Und für diese Art von Daten ist wahrscheinlich die beste Lösung, das Ganze in eine Datenbank zu packen. Was für Datenbanken gibt es in Android, habe ich gerade schon erklärt. SQLite-Datenbanken sind so der Standard, den wir nutzen können, wenn wir auf dem Gerät Daten systematisch abspeichern möchten. Das heißt, ich könnte jetzt eine SQLite-Datenbank selber erstellen, könnte die ganzen Queries schreiben, könnte dafür sorgen, dass ich mein Daily Goal-Objekt selber dann zerlege in seine Bestandteile, das in eine Tabelle abspeichere, bei Bedarf wieder auslese, Objekte daraus erstelle. Aber das möchte ich alles nicht machen. Unser Ziel für heute, für diese Sitzung ist, so wenig Arbeit wie möglich zu haben. Das ist sowieso immer ein gutes Ziel, wenn Sie programmieren, wenn Sie Softwareentwickler oder Entwicklerin sind. Je weniger Arbeit Sie irgendwie insgesamt haben, desto mehr können Sie sich auf die wirklich wichtigen Sachen konzentrieren. Und wenn Sie so eine App schreiben, dann möchten Sie dafür sorgen, dass die sauber funktioniert, dass die gut bedienbar ist, dass die Leute den Mehrwert dieser Anwendung möglichst gut wahrnehmen können, dass sie für ihre Nutzer und Nutzerinnen die beste Möglichkeit generieren, diese Tagesziele zu tracken, dass der Code super ist, dass der wartbar ist, dass der erweiterbar ist. Und was Sie ganz bestimmt am allerwenigsten machen möchten, ist irgendwelche SQLite-Queries schreiben. Das möchten Sie nicht. Das ist Aufwand, den Sie, wenn es irgendwie geht, vermeiden möchten. Und genau das versuchen wir jetzt. Und ich muss jetzt mal ganz kurz blöd fragen, ob Sie die Lernmaterialien schon angeschaut haben. Wenn ich immer von Room spreche, also Raum, Room, im Englischen von diesem Framework spreche, sagt Ihnen das was? Also sind Sie bei den Lernmaterialien schon da angekommen oder ist das jetzt was tatsächlich immer so ein Wort, mit dem Sie nichts anfangen können und ich rede da mehr oder weniger ins Leere? Schreiben Sie mal Ja rein, wenn Sie schon grob glauben zu wissen, was das ist, und Nein, wenn Sie sich noch gar nicht damit beschäftigt haben. Bevor wir jetzt irgendwie da komplett aneinander vorbeireden, wäre es super, wenn Sie das nochmal kurz sagen. Also schreiben Sie mal Ja oder Nein in den Chat rein auf die Frage. Ich weiß grob, was es ist. Okay, also eher nicht so. Okay. Dann versuche ich mal ganz kurz das zusammenzufassen. Vielleicht auf dem Whiteboard. Wir haben in unserer App eine Datenbank. Datenbanken werden immer mit diesem komischen Zylinder dargestellt. Das ist unsere Datenbank und die funktioniert in Android mit der Datenbanksprache oder dem Datenbanksystem SQLite. SQLite ist ein relationales Datenbanksystem. Was heißt das? Das heißt, dass die Daten innerhalb dieser Datenbank in einer Struktur abgespeichert werden, die man sich so grob als Tabellen oder so als Excel-Sheets vorstellen kann. Das ist eine Metapher, die Sie ganz gut benutzen können. Nehmen wir mal an, wir möchten in unserer Anwendung diese Tagesziele abspeichern. Was sind dann die Informationen, die wir für jeden Tag abspeichern möchten? Vielleicht sowas wie das Datum und den Zustand. Das sind so die beiden Informationen, die ein Tagesziel beschreiben. Und wenn wir das in eine relationale Datenbank abspeichern möchten, dann würden wir wahrscheinlich irgendwann zu so einer Struktur kommen, dass wir uns eine Tabelle vorstellen. Da stehen, nehme ich mal an, im besten Fall genau 2 Spalten drin. Das ist einmal nämlich das Datum und das zweite ist der Zustand. In SQL haben diese Spalten meistens auch einen Datentyp, so wie Sie das aus Programmiersprachen können, erkennen. Das ist vielleicht ein Date und ich weiß nicht, wie wir den Zustand abbilden möchten. Vielleicht mit einer Zahl, weil wir uns darauf einigen, dass 0 offen ist, 1 ist abgeschlossen, 2 ist nicht abgeschlossen, weiß ich nicht. Aber nehmen wir mal an, das ist irgendwie eine Zahl. Und dann steht in unserer Tabelle für jeden Tag, für den wir dieses Daily Goal schon kennen, eine Zeile drin. Und in der Zeile steht dann zum Beispiel 1.5.2022. Spoiler, das steht dann da irgendwie anders drin, in einem anderen Format, aber nehmen wir mal an, so würden Daten gespeichert in SQLite und dann steht da der Zustand drin 1 für irgendwie erledigt. Und für den nächsten Tag, bei dem wir das getrackt haben, 2.5.2022, würde dann 2 drin stehen. 3.5.2022 würde 3 drin stehen. Das muss nicht eine kontinuierliche Liste sein. Vielleicht haben wir irgendwie Lücken, weil wir uns an bestimmten Tagen das nicht gemerkt haben. Dann haben wir noch den 10. und da ist das Ganze wieder explizit als erledigt gespeichert. Das hier ist ein Tupel. Das Ganze ist eine Relation. Diese Tabelle, die hat dann in der Regel noch einen Namen. Also heißt diese Tabelle zum Beispiel Daily Goals, wobei man in SQLite dann meistens auf das Plural S verzichtet und das im Singular benennt. Aber um es jetzt mal abzutrennen von dem anderen, wäre dann das vielleicht irgendwie unsere Tabelle. Daily Goals, da steht zeilenweise drin, was wir zu den Tagen wissen. Eine Zeile bestehend aus den ganzen Attributen, Datum und Zustand und dem jeweiligen Wert dazu, bildet ein Tupel. Und jetzt haben wir dann sowas wie SQLite, und mit SQLite können wir an diese Datenbank Anfragen stellen. Wenn ich zum Beispiel alle Daily Goals aus dieser Tabelle auslesen wollen würde, würde ich irgendwie versuchen, meinem Datenbanksystem eine Query zu schicken. Die würde dann wahrscheinlich ausschauen, select all, das ist dieses Sternchen, from Daily Goals. Das wäre mein SQL-Statement, und damit würde ich in einem bestimmten Syntax, in einer Anfragesprache sagen, gib mir bitte alle Einträge aus dieser Datenbank, aus dieser Tabelle zurück. Eine Datenbank kann aus mehreren von diesen Relationen und Tabellen bestehen. Gib mir aus dieser Tabelle alle Einträge zurück. Oder wenn ich mich aus irgendeinem Grund nur für die Einträge interessiere, die Tage repräsentieren, an denen ich meine Ziele erledigt habe, würde ich vielleicht schreiben select all from daily goals where, also eine Bedingung würde ich einfügen, where Zustand ist gleich 1. Dann würde ich hoffentlich von meinem Datenbank-Management-System oder von meiner Query-Komponente alle Einträge zurückbekommen, alle Tupel zurückbekommen, die den Zustand 1 haben. Das wäre dann dieser Eintrag und dieser Eintrag. Also das ist so ganz grob, und nochmal, es gibt Lernmaterialien dazu, die Sie sich anschauen können. Dieses Konzept von so einer relationalen Datenbank, die ist aufgeteilt auf verschiedene Tabellen. Das kann man gerne als Metapher so benutzen. Tabellen bestehen aus verschiedenen Eigenschaften. Das sind die Spalten, Überschriften, Datum, Zustand in unserem Fall. Für jeden Eintrag oder jeder Eintrag in der Datenbank in dieser bestimmten Tabelle ist dann eine Zeile. Da steht dann für jede Eigenschaft ein konkreter Wert drin. Bei uns konkretes Datum, konkreter Zustand, und wir haben diese SQLite oder diese SQL-basierte Sprache, mit der wir über so einen ganz bestimmten Syntax mit dieser Tabelle interagieren können. Wir können auch solche Sachen machen wie Update. Oh Gott, jetzt muss ich bin ich an so einem Punkt, wo ich selber schon nicht mehr hundertprozentig SQL auswendig kann. Also ich mache jetzt mal hier, kann sein, dass das alles nicht stimmt. Also ein kleiner Disclaimer. Also kann sein, dass ich mich jetzt syntaktisch ein bisschen aus dem Fenster hole. Aber mal angenommen, ich würde gerne eine Zeile verändern wollen, also einen Eintrag verändern wollen, dann könnte ich sagen, Update, ich glaube eine Klammer, Zustand, hätte ich vielleicht nochmal nachschlagen sollen, ich glaube, es kommt da noch so einen Values 1, irgendwie so. Und dann müssen wir noch sagen, wo wir das machen möchten. Wer sich mit SQLite auskennt oder das mal schnell nachschlagen kann, kann gerne nochmal die richtige Update-Klausel reinschreiben. Where Datum ist gleich 1.5.2022. So irgendwie könnte das ausschauen. Sie haben also die Möglichkeit, dann über diese SQL-Sprache, die wir jetzt gar nicht im Detail uns anschauen müssen, weil wir ja Room haben, mit dieser Datenbank zu interagieren. Und so könnten Sie das auch in Android machen. Also Sie könnten auch in Android sich eine solche SQLite-Datenbank im Code erstellen und Sie könnten dann über diese SQL-Syntax, die ich jetzt irgendwie da am Ende so hanebüchend irgendwie hingeschrieben habe, in Ihrem Quellcode mit dieser Datenbank interagieren. Das würde funktionieren, ist aber super aufwendig. Und was wir machen wollen, ist, wir wollen, dass sich um diese ganze SQL-Thematik, also um das Erstellen der Datenbank, um das Anlegen der Relation mit der richtigen Struktur, also mit den richtigen Spaltennamen und den richtigen Datentypen, um das Rauslesen aller Einträge, um das Hinzufügen von neuen Einträgen. Wir möchten, dass sich darum jemand anders kümmert. Wir haben unsere Anwendung, wir haben unsere Java-Objekte. Wir wollen, dass diese Java-Objekte persistiert werden, dauerhaft in der Datenbank gespeichert werden, beim nächsten Aufruf der Anwendung wieder zur Verfügung stehen. Und wir wollen uns um das Ganze drumherum nicht kümmern. Das ist unser Ziel. So wenig wie möglich mit SQLite zu tun haben, so wenig wie möglich mit SQL zu tun haben. Es ist, glaube ich, eine Weisheit, nach der man als Programmierer oder Programmiererin ganz gut leben kann. Nichts mit SQLite zu tun zu haben, mit SQL zu tun zu haben wollen. Und wie machen wir das? Wir machen das, indem wir unsere Java-Objekte nehmen und anstatt selber diese ganze SQL-Schicht zu implementieren und selber diese Anfragen zu schreiben, sagen wir lieber jemandem anders, wie wir glauben, dass wir mit diesem Objekt oder dass jemand anders mit diesem Objekt umzugehen hat. Wir beschreiben unser Objekt, indem wir zusätzliche Informationen in den Quellcode hinzufügen, so dass dann Room automatisch diese ganze Datenbankschicht umsetzen kann. Wir abstrahieren von SQL, Datenbankabstraktion. Wir sind nicht mehr selber dafür verantwortlich, diese ganzen Statements zu schreiben, die Queries zu schreiben, die Datenbank selber zu erstellen, sondern wir ermöglichen es diesem Room-Framework, diese ganzen Sachen für uns zu machen. Und das versuchen wir jetzt mal umzusetzen. Ich weiß nicht, ob es jetzt ein bisschen klarer geworden ist, was wir vorhaben. Können Sie gerne mal in den Chat reinschreiben, ob es jetzt noch verwirrender ist oder ob es vielleicht so halbwegs oder ob es ein bisschen verständlicher geworden ist. Falls ja, würde ich einfach vorschlagen, dass wir uns mal anschauen, wie das funktioniert. Und vielleicht wird es ja dadurch, dass wir uns das dann im konkreten Code anschauen, ein kleines bisschen verständlicher. Also schreiben Sie gerne mal in den Chat rein, ob das jetzt Sie noch mehr verwirrt hat, dieser kleine Exkurs, oder ob es vielleicht tatsächlich auch ein bisschen geholfen hat. Okay, während Sie sich das überlegen, ob das vielleicht ein bisschen geholfen hat, fange ich jetzt mal an, in meiner Anwendung genau das umzusetzen. Also nochmal, wir könnten jetzt irgendwo, wenn ich das besser vorbereitet hätte, so ein virtuelles Post-it hier an die Seite hängen. Da würde draufstehen, ich will kein SQL schreiben. Ich will so wenig SQL wie möglich schreiben, möchte aber trotzdem eine Datenbank haben. Was ist das Erste, was wir machen? Wir sorgen dafür, dass Android weiß, dass wir dieses Room-Konzept nutzen möchten. Und das passiert, indem wir hier in dieser Datei Build Gradle, das haben wir im Starterpaket für Sie schon gemacht, da müssen Sie sich keine Sorgen machen, diese beiden Einträge ergänzen. Das ist der Hinweis für Android. In dieser App wird Room genutzt. Im Hintergrund wird dann automatisch die entsprechenden Klassenbibliotheken und sowas runtergeladen. Und dann können wir in unserer Anwendung über diese Annotationsschicht in unserer Anwendung, in unserem Code, dieses Room-Konzept nutzen. Also es ist ein inhärenter Bestandteil vom Android-Framework. Sie können das in jeder App benutzen, so eine Room-Datenbank oder eine SQLite-Datenbank, die mit Room verwaltet wird. Was Sie nur tun müssen, ist, Sie müssen in dieser Datei sagen, okay, ich möchte das nutzen, damit dann die notwendigen Dateien bereitgestellt werden. Okay, das ist der erste Schritt, der ist schon erledigt. Dann schauen wir uns mal an, wie unser Datenobjekt aufgebaut ist. Das schaut so aus. Daily Goal repräsentiert also den Zustand eines bestimmten Tags im Monat, besteht eigentlich im Wesentlichen aus einem Datum, welcher Tag ist es, und einem Zustand. Und der Zustand ist ein Enum, kann unknown, reached, missed sein. Also Ich weiß noch nicht, ob ich da das Ziel erreicht habe. Ich habe das Ziel erreicht, ich habe es nicht erreicht. Das ist unser Datenobjekt. Das funktioniert auch, fände ich gut. Also das sehen Sie hier, solange ich die App nicht schließe, funktioniert das alles wunderbar. Ich möchte letztendlich, und das ist unser einziges Ziel, ich möchte, dass diese Objekte, die ich zur Laufzeit erstelle und die dann diese einzelnen Tage repräsentieren, die sollen in der Datenbank gespeichert werden. Das ist mein Ziel. Und nochmal, wir wollen keine SQL schreiben. Das Erste, was ich jetzt mache, ist, ich sage Room, dass es sich bei diesem Objekt um ein Java-Objekt handelt, was in einer Datenbanktabelle in einer Relation gespeichert werden soll. Und das mache ich mit einem Konzept, das Sie wahrscheinlich noch nicht so genau kennen. Ich glaube, Sie haben das in den vorherigen Java-Kursen bestimmt schon mal so indirekt genutzt, aber wahrscheinlich noch nicht bewusst. Das Konzept, um das es geht, sind Annotationen. Annotationen kennen Sie aus anderen Bereichen. Ich habe irgendwie einen Text, ich möchte zusätzliche Informationen in diesem Text unterbringen. Ich annotiere diesen Text. Wenn Sie vielleicht für irgendwie eine Seminararbeit Literatur erarbeiten oder bearbeiten, schreiben Sie irgendwo hin, Sie markieren einen Satz und schreiben sich irgendwie hin, was Sie da besonders wichtig finden. Sie annotieren diesen Text. Sie ergänzen also so eine zusätzliche Informationsschicht auf das bestehende Dokument. Machen wir hier genauso. Wir nehmen dieses Objekt und wir sagen Room, das ist ein Objekt, was in der Datenbank gespeichert werden soll. Und das passiert mit der Annotation Entity. Entity ist ein Eintrag in der Datenbank. Also ein bisschen eine höhere Form eines Tupels und beziehungsweise Entität. Das muss noch gar nichts mit einer Datenbank zu tun haben. Das ist einfach ein Ding. Irgendetwas, was als Menge aus verschiedenen Eigenschaften existiert in unserer Anwendung. Das ist was, was später in der Datenbank gespeichert wird. Und wir sagen Room, indem wir diese Annotation hinzufügen. Annotationen beginnen immer mit Add und es gibt so ein geschlossenes Set, ein geschlossenes Vokabular, das Sie benutzen können. Das ist sowas, was in der Datenbank gespeichert werden soll. Dann sagen wir noch, das Ganze soll... Ja, genau, es kann sein, dass in der konkreten Datei, in dem Daily Goal, diese Annotationen schon drinstehen. Dann sparen Sie sich ein bisschen Schreibarbeit. Eigentlich war es nicht so gedacht. Irgendwie ist da der Wurm in dem Starterpaket drin. Also nicht wundern, wenn in diesem Daily Goal schon Sachen drinstehen. Ich gehe es jetzt trotzdem mal Schritt für Schritt durch, damit wir wissen, warum das da steht. Aber kann sein, dass Sie sich jetzt in dem konkreten Fall ein bisschen Schreibarbeit sparen. Ich schreibe hier rein, in welcher Tabelle diese Daily Goals gespeichert werden sollen. Ich sage, es soll in meiner Datenbank eine Tabelle geben, die heißt Goals. Also das ist dann diese Relation. Denken Sie dann immer, Tabelle ist so eine Metapher. Das richtige Wort wäre Relation, aber auch Room benutzt dafür diesen Tabellenbegriff. Da soll eine Tabelle in meiner Datenbank existieren. Die soll Werte, Tupel vom Typen Daily Goal speichern. Und mehr muss ich, also ich muss noch ein bisschen mehr machen, aber ich muss keine Tabelle anlegen. Ich muss auch keine Datenbank anlegen. Das reicht. Was ich hier mache, reicht dafür, dass später, wenn diese SQLite-Datenbank erstellt wird, Android weiß, es muss eine Tabelle anlegen, in der solche Informationen, solche Objekte mit diesen Eigenschaften gespeichert werden können. Das ist das, was diese Annotation macht. Und das wird dann alles später sehr automatisch ablaufen. Wir müssen uns nicht mehr darum kümmern, dass diese Tabelle wirklich erstellt wird, sondern durch diesen Hinweis, den wir hier geben, kümmert sich später Room darum. Wenn wir solche Sachen in eine Tabelle reinspeichern, wenn Sie sich so ein bisschen mit relationalen Sachen schon beschäftigt hätten, würden Sie wissen, es gibt immer ganz wichtige Dinge. Man muss zum Beispiel immer angeben, was ist das für ein Datentyp, der da in einer bestimmten Spalte gespeichert werden soll. Man braucht für jede Relation, für jeden Tupel, für jeden Eintrag in so einer Relation immer eine Möglichkeit, die eindeutig zu identifizieren. Das ist der Primary Key, also entweder ein bestimmtes Feld innerhalb der Tabelle, was jeden Eintrag eindeutig beschreibt, zum Beispiel sowas wie eine ID, eine fortlaufende. Sie können das auch aus mehreren Feldern zusammensetzen, aber das ist wichtig. Es ist wichtig, dass man irgendwie weiß, welcher welche Eigenschaft identifiziert jedes Daily Goal eindeutig. Und bei uns ist das wahrscheinlich das Date. Ich habe für jeden Tag ja nur eine Möglichkeit, so einen Daily Goal anzulegen. Es gibt nicht an einem Tag mehrere. Das heißt, dieses Date, wenn das einen Tag beschreibt, 1. Mai 2022, ist das eindeutig. Das heißt, das könnte man verwenden als Primary Key. Und das Einzige, was ich tun muss, ist, Room genau das zu sagen. Die Variable, die da jetzt folgt als nächstes, Public Final Local Date Date, diese Eigenschaft soll für meine Relation Goals, in der diese Daily Goals gespeichert werden, der Primary Key sein. Und das war es dann schon. Und dann kann ich auch noch solche Sachen sagen, die man vielleicht kennt, wenn man schon mal mit SQL gearbeitet hat. Ich möchte dafür sorgen, dass in meiner Tabelle niemals der Fall auftritt, dass dieser Eintrag für einen, oder dieser Wert Date, dieses Attribut Date, also Spalte letztendlich, für einen bestimmten Eintrag irgendwann mal nicht gegeben ist. Das sind so Constraints, die man festlegen kann. Wenn ein neuer Eintrag in der Datenbank gemacht wird, wenn der abgespeichert wird, dann brauche ich ein Date. Wenn ich das nicht habe, dann funktioniert mein ganzes System nicht und ich möchte explizit ausschließen, dass das passiert. Und das mache ich in SQLite, indem ich solche Constraints einfüge, wenn ich die Tabelle strukturiere oder die Relation strukturiere. Und in Room sage ich einfach, sorgt bitte einfach dafür, dass niemals in dieser Tabelle Goals ein Eintrag gemacht wird, in dem die Date-Spalte nicht belegt ist. Und wenn du schon dabei bist, dann sorg vielleicht auch noch dafür, dass die Einträge oder die Informationen, die diesen State beschreiben, wie auch immer das dann später gespeichert wird, vielleicht unter einem ganz bestimmten Spaltennamen abgespeichert werden. Ich lasse das jetzt einfach mal bei State, das ist mehr oder weniger nur so ein Beispiel, was man machen kann über solche Annotationen. Wenn ich möchte, könnte ich jetzt dafür sorgen, dass der Spaltenname, also wir haben ja zwei Spalten in unserer Tabelle, einen für die Dates und einen für die States, dass die unter einem ganz bestimmten Namen abgespeichert werden. Ich weiß gar nicht, ob wir das hundertprozentig brauchen. Das ist, glaube ich, nur vielleicht mal so ein ergänzender Hinweis. Man kann mit diesen Annotationen die Gestaltung von der Tabelle, von der Datenbank durchaus beeinflussen. Muss man aber nicht. Eigentlich reicht das hier wahrscheinlich schon aus. Wir können es ja mal weglassen und schauen, was passiert. Aber wir haben die Möglichkeit über diese Annotation, das Prinzip ist immer, wir haben unseren Code schon, dieses Daily Goal Objekt ist da, das funktioniert in unserer App auch schon, wir wollen das in der Datenbank speichern und wir sagen über diese Annotationen Room, wie es damit umgehen soll. Dieses Primary Key heißt, ist eine Anweisung an Room mehr oder weniger, wenn du dann mal diese Tabelle anlegst, in der die ganzen Daily Goals gespeichert werden, und du diese beiden Spalten anlegst für Date und State, dann verwende bitte diese Spalte hier dafür, um die Einträge eindeutig zu kennzeichnen. Jeder Eintrag in der relationalen Datenbank braucht einen Schlüssel. Sie müssen immer dafür sorgen, dass Sie Einträge, die Sie in die Datenbank speichern, auch wieder rausfischen können. Und eine Voraussetzung dafür ist, dass jeder dieser Einträge in der Datenbank eindeutig ist. Also sollte zumindest so sein. Jeder Eintrag ist über irgendeinen Schlüssel, über einen Key eindeutig wieder rausholbar, identifizierbar. Und das, was wir hier machen, ist, wir sagen, jeder Eintrag in der Goals-Tabelle wird über dieses Datum, Date, eindeutig identifiziert. Das ist der Primary Key, der Primärschlüssel für diese Tabelle. Über diese Spalte können alle Einträge, die da reinkommen, später identifiziert werden. Die sind immer eindeutig. Es kann nicht sein, dass es, wobei wir das gar nicht annotieren, aber wir könnten das jetzt noch erweitern um einen Constraint und sagen, der muss eindeutig sein. Wobei der Primary Key, wenn wir das, glaube ich, so festlegen, in Room ohnehin schon eindeutig sein muss. Können wir schauen, ob das hier drin steht. Würde ich jetzt gar nicht meine Hand für ins Feuer legen. Also um die Frage zu beantworten, wir sagen oder wir sorgen dafür, dass dieses Feld als Primärschlüssel für die Tupel in der Tabelle Goals verwendet werden. Und um ehrlich zu sein, war es das schon. Also wir müssen jetzt noch eine ganze Menge mehr machen, aber für dieses Daily Goal Objekt war es das schon. Jetzt weiß Room, wenn wir die weiteren Klassen ergänzen, die dafür notwendig sind, wie es mit diesem Objekt hier umzugehen hat. Wir müssen noch ein bisschen drumherum aufbauen, aber es reicht zu sagen, wir wollen später mal eine ganze Menge von diesen Objekten in der Datenbank festhalten. Das machen wir in dieser Tabelle und sorgt bitte dafür, dass dieses Date-Objekt als Primary Key verwendet wird. Was wir als nächstes sagen müssen ist, was möchten wir denn mit diesen Daily Goals bezüglich der Datenbank tun? Also was sind unsere Operationen, die wir im Kontext der Datenbank mit diesen Daily Goal Objekten durchführen sollen. Und die Operationen, die sind meistens sowas wie, füge ein neues Daily Goal ein in die Datenbank, aktualisiere einen Eintrag, gib mir vielleicht alle Einträge heraus für eine bestimmte Tabelle, gib mir vielleicht einen bestimmten Eintrag anhand von einem Datum. Auf SQL-Basis würde man das jetzt wieder so machen, dass man für jeden dieser Vorgänge, für jede dieser Operationen eine Query schreibt und die dann ausführt. Was wir mit Room machen ist, wir erstellen uns ein Objekt, so ein DAO müsste es glaube ich eigentlich heißen, Data Access Object, und wir definieren da Methoden, mit denen wir diese Datenbankoperationen ausführen möchten, und wir minimieren wieder durch Annotationen das Schreiben von SQL. Manche Sachen, wie zum Beispiel das Abspeichern von einem Objekt, kann Room relativ eigenständig machen. Da reicht es einfach, wenn wir ihm sagen, mit dieser Methode wollen wir ein Objekt in die Datenbank reinspeichern. Wir übergeben dir das Objekt, kümmere du dich darum, dass das abgespeichert wird. Manche Sachen, manche Query-Methoden, mit denen wir Inhalte auslesen möchten, sind ein bisschen komplizierter, und dann haben wir zum Beispiel die Möglichkeit, selber auch diese SQL-Query in der Annotation anzugeben, müssen uns aber um den Rest nicht kümmern. Also was wir jetzt bauen ist, wir bauen jetzt eine Schnittstelle zwischen unserer Anwendung und SQL, und Room kümmert sich dann darum, dass das auch tatsächlich später so funktioniert und so erledigt wird, wie wir das in dieser Schnittstelle definieren. Das ist dieses Data Access Object. Und in meiner aktuellen Anwendung habe ich zwei Packages, eins fürs UI und eins für die Daten. Und was ich jetzt neu baue, sind ganz viele Sachen, die nur was mit der Datenbank zu tun haben. Und die implementiere ich in einem eigenen Package, das nenne ich DB, Database. Und da ist jetzt die erste neue Klasse, es ist ein Interface eigentlich, was wir ergänzen, dieses Data Access Object. Das nennen wir Daily Goal Data Access Object. Ich muss ganz kurz überlegen, ob ich das jetzt nicht grob immer verwechsle, was da die Reihenfolge ist. Ja doch, das müsste DAO sein, nicht, dass ich sie jetzt irgendwie komplett verwirre. Data Access Object müsste das heißen. Und das ist ein Interface, was wir jetzt hier erstellen. Und bevor wir das jetzt anlegen, nochmal, was ist die Idee davon? Wir definieren uns jetzt eine Schnittstelle, wie wir im Code mit unserer Datenbank, unserer gedachten Datenbank interagieren wollen. Nur was wir nicht machen, ist das ganze SQL drumherum selber schreiben, sondern wir definieren nur die Übergangspunkte zwischen unserem Code und dann dieser späteren Datenbank. Um die eigentliche Implementierung kümmert sich dann Room. Was wir machen oder was wir jetzt hier brauchen, ist ein Interface, und wir schreiben normalerweise für in Anführungsstrichen jede Tabelle ein eigenes von diesen Interfaces, was dann vorgibt, wie die Operationen für eine bestimmte Gruppe oder für eine bestimmte Art von Informationen in unserer Datenbank ablaufen sollen. Also ganz konkret geht es jetzt darum, wie oder welche Operationen, welche Datenbankoperationen können wir in unserer Anwendung mit Daily Goal Objekten, also diesen Java-Objekten, in denen der Zustand für einen bestimmten Tag gespeichert wird, abfeuern, welche Operationen können wir durchführen. Wenn wir andere Objekte hätten, die wir als Entitäten in der Datenbank speichern, würden wir wahrscheinlich noch mehr von diesen Data Access Objects speichern. Jetzt reicht erstmal 1, weil wir im Moment hier nur diese eine Tabelle, diese eine Relation Daily Goal auch haben. Also Interface, das wird jetzt unser Data Access Object, das erstellen wir. Wir sagen Room, dass es sich dabei um ein Data Access Object handelt, wieder mit einer Annotation. Dann weiß Room, dass wenn es später mit mit Daily Goals zu tun hat, weil die vielleicht in der Datenbank abgespeichert werden sollen, dass es hier mal nachschauen sollte, ob hier vielleicht Operationen definiert sind, die für den Umgang oder für das Abspeichern von diesen Objekten in der Datenbank relevant sind. Und was wir jetzt in diesem Interface implementieren, sind die verschiedenen Operationen, die wir in unserer App für die Speicherung von Daily Goals in der Datenbank benötigen. Interface gibt ja immer nur eine Methodensignatur vor und vielleicht fangen wir mal damit an. Ich möchte gerne später eine Methode zur Verfügung haben, mit der ich ein Daily Goal in die Datenbank abspeichern kann. Die Methode nenne ich Insert Daily Goal, füge ein neues Daily Goal hinzu und die bekommt als Parameter auch ein solches Ziel oder ein solches Goal übergeben. Das ist die Methode, mit der ich später im Quellcode diesen Speichervorgang auslösen werde oder initialisieren werde. Ich werde dann an einer bestimmten Stelle diese Methode, die dann an einer bestimmten Room kümmert sich darum, dass es ein Objekt gibt, was dieses Interface implementiert. Ich rufe später diese Methode auf, übergebe ein bestimmtes Objekt und möchte, dass Room als Reaktion oder durch diese Methode dann dieses Objekt in der Datenbank abspeichert. Das ist so eine ganz klassische Insert-Operation. Und das Einzige, was ich jetzt tun muss, ist, ich muss jetzt sagen, das hier ist die Methode, mit der Room später neue Daily Goals in die Datenbank abspeichern soll. Mehr muss ich nicht tun. Ich rufe dann später diese Methode auf, übergebe ein bestimmtes Daily Goal. Room kümmert sich darum, dass das, so wie wir es jetzt hier in dem Objekt selber notiert haben, in dieser Tabelle mit diesen Spalten abgespeichert wird. Und das kann ich für andere Standardoperationen auch machen. Vielleicht möchte ich ein Objekt, was schon in der Datenbank drin ist, aktualisieren. Das sind diese beiden Standarddinger, neues Objekt hinzufügen, bestehendes Objekt, nämlich genau dieses hier, aktualisieren. Und das mache ich auch wieder, indem ich mir eine Methode schreibe, die ich später aufrufe und Room sage, dass das die Methode ist, mit der ein Objekt in der Datenbank aktualisiert werden soll. Was passiert dann, wenn die Methode aufgerufen wird? Wird dieses Objekt in der Tabelle abgespeichert. Wenn diese Methode aufgerufen wird, wird geschaut, ob ein Objekt schon in der Tabelle vorhanden ist, was über den gleichen Primärschlüssel verfügt, also über das gleiche Datum. Und dann werden die anderen Felder, in unserem Fall ist das nur dieses Statusfeld, entsprechend angepasst bzw. aktualisiert. Ich kann auch noch andere Sachen machen. Ich kann auch zum Beispiel eine Methode schreiben, die für einen ganz spezifischen Anwendungsfall innerhalb meiner Anwendung wichtig ist. Also zum Beispiel sowas wie eine Methode, die mir für einen bestimmten Tag das korrespondierende Ziel aus der Datenbank auswählt oder ausgibt. Also eine Methode, der übergebe ich ein LocalDate, also ein Datum in Form eines Java-Objektes und ich würde gerne aus der Datenbank auslesen, das Daily Goal-Objekt, was mit diesem Date übereinstimmt. Also anhand von einem Datum möchte ich ein bestimmtes Objekt aus der Datenbank auslesen, aus dieser Tabelle für die Daily Goals. Und das mache ich jetzt in dem Fall mal, indem ich explizit diese Query angebe. Also ein bisschen SQL können, wenn wir es unbedingt müssen, wir auch reinschreiben. Ich annotiere mit dieser Query-Annotation, sag Room, wenn ich diese Methode aufrufe, dann mach bitte mit diesem Objekt, was ich dir als Parameter übergebe, eine SQL-Anfrage, die ich jetzt hier formuliere, und gib mir dann bitte das Ergebnis, was du da bekommst, als Daily Goal-Objekt zurück. Um dieses Wrapping, dass da am Ende dann wieder ein Java-Objekt bei rauskommt, was ich benutzen kann, kümmert sich Room. Wie müsste dann diese Anweisung ausschauen? Ich mache ein ganz klassisches Select und jetzt sehen wir auch wieder, wie die Syntax wirklich ist. Selektier bitte aus der Goals-Tabelle das Objekt, wo die Spalte Date mit diesem Parameter übereinstimmt. Mit nämlich dem Parameter Date, den ich hier in der Methode übergebe. Jetzt müssen wir ein bisschen SQL schreiben. Okay, gebe ich zu. Aber wenn Sie das ohne Room machen würden, müssten Sie erstmal dafür sorgen, dass dieses Statement dann auch in der richtigen Datenbank ausgeführt wird. Sie müssten sich anschauen, was Sie zurückbekommen. Das ist dann ein Array aus den Werten, die für das bestimmte Tupel in den verschiedenen Spalten stehen. Sie müssten selber wieder ein Objekt daraus erstellen und mit diesen Inhalten befüllen. Darum kümmert sich jetzt Room. Wir rufen später diese Methode auf, übergeben ein Datum und falls es in der Tabelle einen Tag gibt, für den schon so ein Daily Goal gespeichert ist, kriegen wir den zurück. Wir können auch sagen, gib mir doch bitte eine Liste zurück von allen Zielen, die in der Datenbank gespeichert sind. Get goals for days after or at. Also heißt, gib mir bitte ab diesem Tag alle Ziele zurück, die du in der Datenbank gespeichert hast. Und das funktioniert jetzt in dem konkreten Fall nach dem gleichen Prinzip. Auch hier wieder sage ich, wenn diese Methode aufgerufen wird, führe bitte eine Query durch, select Sternchen from goals, where date und jetzt in dem Fall größer gleich dem Parameter, den wir an die Methode übergeben. Nochmal, ein bisschen SQL müssen wir schreiben. Aber um das Ganze drumherum kümmert sich am Ende Room. Room kümmert sich darum, dass wenn diese SQL-Query ausgeführt worden ist, das Ergebnis, das ist dann eine ganz lange Liste an Tupeln mit diesen beiden Spalten, dass die dann entsprechend in eine Liste aus Daily Goals umgewandelt wird. Das ist auch das, was Sie durch so Datenbank-Abstraktionsschichten in der Regel erreichen möchten. Sie haben ja schon eine App, die mit super gut funktionierenden Java-Objekten funktioniert. Wir haben schon dieses Daily Goal-Objekt, das ist perfekt. Das speichern wir uns immer rein, wenn hier drauf rumgeklickt wird, dass sich der Zustand ändert. Wir haben unsere Adapter, die mit einer Liste von Daily Goals arbeiten können. Das ist super für die Laufzeit unserer Anwendung. Das ist das perfekte Objekt für den Anwendungsfall. Und dann wollen wir diese Objekte speichern in der Datenbank. Und händisch müssten wir dieses Objekt dann zerlegen in seine Einzelteile, in seine Eigenschaften. Wir müssten die Query schreiben, um dann diese Eigenschaften in einer bestimmten Tabelle, die wir vorher auch anlegen müssten, abzuspeichern. Und wenn wir dann die Sachen wieder brauchen, dann brauchen wir ja nicht irgendwelche Tabellen, sondern wir brauchen ja wieder Daily Goal Objekte. Und dann müssten wir die Sachen auslesen, aus den Bestandteilen wieder Daily Goal Objekte erstellen über entsprechende Konstruktoren. Und wenn wir eine Datenbank-Abstraktionsschicht oder so ein Framework einsetzen, dann kümmert sich dieses Framework darum. Wir schreiben nur, was passieren soll und um diesen Übergang zwischen, das ist unser Java-Objekt, so wird das in der App verwendet und so wird das in der SQLite-Datenbank abgespeichert, darum kümmert sich dann dieses Framework und das ist das Ziel. Wir wollen als Programmierer, Programmiererin immer mit Java-Objekten arbeiten, mit Daily Goals. Wir wollen nur sagen, was passieren soll, nicht wie das in der Datenbank passieren soll und diese ganzen technischen Sachen im Hintergrund kümmert sich jemand anders. Und das funktioniert auch super. Es gibt ein paar Sachen, wo es nicht funktioniert. Und eine Sache, wo es nicht funktioniert, ist, wenn wir irgendwelche Eigenschaften verwenden, wie zum Beispiel sowas hier, LocalDate, die es in SQL oder SQLite nicht gibt. Also wenn wir irgendwelche Java-Objekte oder Werte in der Datenbank speichern möchten, mit denen Room nicht automatisch was anfangen kann, stoßen wir auf ein Problem. Also wir kriegen dann eine Fehlermeldung, weil Room versucht, so einen LocalDate in der Datenbank abzuspeichern, aber es in SQLite keinen korrespondierenden Datentyp gibt. Das ist aber auch was wir super leicht umgehen können oder lösen können, denn anstatt jetzt irgendwie an den Stellen dann selber SQLite zu schreiben und auf Room zu verzichten, helfen wir Room dabei, diese Informationslücke zu schließen. Wenn Room nicht weiß, wie es ein LocalDate abspeichern soll in der Datenbank, helfen wir ihm dabei, indem wir ihm eine Methode geben, wo wir beschreiben, wie du diese LocalDate-Information, das ist ein Datumsobjekt in Java, also beinhaltet ein Jahr, einen Tag, einen Monat und das war es, glaube ich, auch schon. Ich glaube, Zeit ist da nicht drin. Das wäre dann LocalDate-Time oder so. Ich glaube, LocalDate ist tatsächlich nur das Datum mit Zeitzone und so. Und wir sorgen dafür, dass Room aus diesem LocalDate irgendwas machen kann, mit dem es wieder arbeiten kann. Das heißt, wir überlegen uns, was kann in einer SQLite-Datenbank gespeichert werden. Zum Beispiel vielleicht ein Long-Wert als Timestamp. Und wir helfen Room dabei, wie es diesen Übergang schafft zwischen LocalDate in irgendeine Repräsentation davon, mit der SQLite was anfangen kann. Das kann nicht automatisch passieren, weil wir hier auch alles Mögliche benutzen könnten, wie zum Beispiel Goal State, was wir erfunden haben und was ganz sicher nicht die Leute, die die Room API geschrieben haben oder vielleicht sogar SQLite geschrieben haben, vorher gekannt haben. Und für diese ganzen Nicht-Standardfelder, die wir in unseren Apps, in unseren Entitäten verwenden, die Room nicht kennt, müssen wir jetzt dafür sorgen, dass diese Transformation in dem Moment, wo das Ganze automatisch in der Datenbank gespeichert wird oder auch wieder ausgelesen wird, sauber erledigt wird. Und das machen wir mit solchen Type-Convertern. Ich lege das mal an. Das ist eine neue Klasse, die ich in unserem Datenbankpaket anlege. Die machen wir normalerweise immer für jedes Datenobjekt spezifisch. Also ich erstelle zum Beispiel jetzt für mein Daily Goal Objekt einen Attribute Type Converter. Und in diesem Type Converter gebe ich jetzt, das ist eine ganz normale Klasse, eine ganz normale Java-Klasse, Room ein paar Methoden an die Hand, die es benutzen kann, um diese unbekannten Datentypen, die irgendwo in meinen Entitäten rumgeistern, in solche umzuwandeln, die es wieder ganz gut in SQL oder SQLite abspeichern kann. Zum Beispiel könnte ich sagen, ich brauche eine Methode, die sind dann immer öffentlich und statisch, die aus einem LocalDate ein Long-Wert macht, weil ein Long-Wert kann ich in der Datenbank abspeichern in SQLite und immer dann, wenn Room in so einem Daily Goal mit einem LocalDate konfrontiert wird, kann es, wenn es diese Type-Converter kennt, automatisch aus diesem für sie oder für Room, was auch immer das jetzt irgendwie für ein Ding ist, stellen wir uns einfach mal vor, als irgendwie so eine lebendige Komponente, die uns Arbeit abnimmt. Immer dann, wenn Room nicht weiter weiß, schaut sie in diesen Type-Converter rein, ob es eine Methode gibt, die aus dem Objekt, das es nicht kennt, ein Objekt macht, das es kennt. Und wir implementieren diese Transformation oder diese Konverter, indem wir Methoden schreiben, die anhand von der Rückgabe und dem Parameter genau diese Transformation vorgibt. Hier in dem ganz konkreten Fall sage ich, das ist eine Methode, mit dem du aus einem Parameter vom Typen LocalDate einen Long-Wert machen kann. Das mache ich über den Timestamp. Irgendwo steckt in jedem Datum, wenn wir uns nicht zu stark irgendwie über Zeitzonen und sowas Gedanken machen, am Ende ein numerischer Wert drin, Millisekunden seit dem 01.01.1970 und das machen wir uns zunutze. Wenn wir ein LocalDate haben und das soll in der Datenbank abgespeichert werden, speichern wir das als Long-Wert in der Datenbank. Und das schaut dann so aus, das glauben Sie mir jetzt einfach mal, dass das so funktioniert. Ich nehme mir das Date-Objekt, ich nehme mir aus dem Date-Objekt die erste mögliche Uhrzeit, also 0 Uhr 0 und 0 Sekunden. Ich interpretiere das Ganze als ein Datum in, jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen, in der Standard-Zeitzone des Geräts, System Default, also der Standardzeitzone, die auf Ihrem Rechner eingestellt ist oder auf Ihrem Android-Gerät in dem Fall. Ich wandle das Ganze in einen Long-Wert um und damit habe ich für Room eine Methode bereitgestellt, aus diesem Date-Objekt, und glauben Sie mir einfach mal, dass hieraus am Ende ein Long-Wert bei rauskommt, der genau dieses Datum repräsentiert, genau in Anführungsstrichen, weil ich jetzt Zeitzonen mal einfach ausklammer. Das ist auch das SQL und Zeitzonen, zwei Sachen, mit denen ich als Programmierer und Programmiererin nichts zu tun haben möchte. Glauben Sie mir einfach mal, dass mit dieser Methode aus diesem Date-Objekt ein Long-Wert wird. Und jetzt sage ich Room, wenn du irgendwann mal an eine Stelle kommst, wo ich dir gesagt habe, dass du einen LocalDate abspeichern sollst, dann nutzt doch einfach diese Methode, um daraus einen Long-Wert zu machen, weil damit kannst du dich aus. Long-Wert, wie das in einer SQLite-Tabelle abgespeichert wird, weißt du. Und was jetzt hier steht als Methodenname, ist völlig egal. Was Room macht, ist, es schaut sich an, welche Methoden habe ich als TypeConverter markiert. Wir müssen später noch an einer bestimmten Stelle sagen, dass die auch wirklich verwendet werden sollen. Und dann schaut Room immer, was ist der Parameter, was ist der Rückgabewert. Und wenn es eine Methode findet, die genau das Problem, was Room an der Stelle hat, nämlich aus dem einen Datentyp das andere zu machen, lösen oder umsetzen würde, würde es dann diese Methode verwenden. Wir können das auch für die entgegengesetzte Richtung machen. Das hier würden wir verwenden, um ein Datum in der Datenbank zu speichern. Wenn dann aus dem Wert, der in der Datenbank gespeichert ist, wieder was Neues, ein neues Objekt erzeugt werden soll, was wir zur Laufzeit in der App benutzen, neues Daily Goal, werden wir irgendwann wird Room irgendwann vor dem Problem stehen, dass es aus diesem Long-Wert, der in der Datenbank gespeichert ist, wieder ein LocalDate machen soll. Weil LocalDate ist ja das, was in Daily Goal drinsteht. Das ist ja der Datentyp. Und wenn wir später aus der Datenbank wieder einen Daily Goal zurückhaben wollen, das ist der Grund, warum wir Room nutzen. Das gibt uns später wieder Objekte von dem Typen, die wir auch reingesteckt haben in die Datenbank. Dann muss diese Transformation wieder in die andere Richtung funktionieren. Das heißt, wir brauchen eine Methode, die aus einem Long-Wert, nennen wir es einfach mal so, wie es auch in hier der Methode heißt, die aus einem Long-Wert wieder ein LocalDate macht. Und auch hier glauben Sie mir einfach mal, dass das funktioniert. Das ist eine Instant, die wird erzeugt aus dem Wert, der in der Datenbank gespeichert ist. Wir sagen wieder, dass wir uns die Zeitzone nutzen oder dass wir die Zeitzone nutzen möchten, die standardmäßig auf dem Gerät eingestellt ist. Das wird in der richtigen App zu Problemen führen. Für uns ist das gerade gut genug und wir machen daraus dann wieder ein LocalDate. Und jetzt haben wir zwei Methoden. Auch die notiere ich mir noch als TypeConverter. Und mit diesen beiden Methoden kann Room jetzt immer, wenn es diese Transformation zwischen den beiden Datentypen durchführen muss, also entweder weil in der Datenbank ein LocalDate gespeichert werden muss, das passt aber nicht rein, deshalb Transformation nach Long, oder wenn aus der Datenbank ein Long-Wert ausgelesen werden soll, der soll aber eigentlich als LocalDate dann später in der Anwendung wieder behandelt werden. Das macht Room dann mit diesen beiden Type-Convertern. Ich schreibe nochmal zwei andere schnell hin. Ich habe nämlich ja noch eine andere Art von Informationen, die ich in der Datenbank speichere. Ich habe ja auch sowas, ich habe ja auch sowas wie Daily Goal und beziehungsweise den State, also dieses Enum. Jedes Daily Goal hat ja einen State, das ist ein Enum-Wert, haben wir schon uns angeschaut in den Folien, entweder offen, erledigt oder verpasst. Und das muss ich ja auch irgendwie in die Datenbank speichern. Deshalb machen wir auch vielleicht erstmal die andere Richtung. Ich möchte dieses Enum oder den Wert, den das Daily Goal hier an dieser Stelle hat, in die Datenbank reinbekommen. Ein Goal State ist ganz sicher kein Standarddatentyp, der mit SQLite funktioniert. Stattdessen überlegen wir uns, als was könnten wir das abspeichern, als was könnten wir diesen spezifischen Enum-Wert in der Datenbank abspeichern, sodass die Information beibehalten wird. Und wenn Sie sich erinnern, Enums sind ja einfach so nummerierte Listen, Enumeration. Das heißt, jeder Wert im Enum hat eine ganz spezifische einen ganz spezifischen numerischen Wert, und den können wir uns zunutze machen. Das heißt, wenn ich den Enum-Wert abspeichern möchte in der Datenbank, dann mache ich das einfach als Integer-Wert. ToGoalStateInteger. Was übergebe ich? Ich übergebe als Parameter einen GoalState, und ich hole mir dazu einfach diesen Integer-Wert, den das Enum auch schon vorgibt, und gebe den zurück und sage hier wieder Room. Das ist ein Type-Converter. Wenn du irgendwann mal in die Verlegenheit gerätst, aus einem Goal-State irgendwas machen zu müssen, was in die Datenbank passt, nimm doch das einfach. Und letzter Type-Converter, den wir brauchen, wäre dann wieder für die andere Richtung. Wenn du einen Integer-Wert aus der Datenbank ausgelesen hast, der soll aber eigentlich als Goal-State behandelt werden, weil wir wieder ein komplettes Daily Goal aus den Werten der Datenbank zusammensetzen müssen, dann mach das doch mit dieser Methode, in der du automatisch den Wert übergibst, den du aus der Goal State Integer vielleicht, den du aus der Datenbank ausgelesen hast, und um aus diesem numerischen Wert dann wieder das richtige Enum zu machen, schau mal in das Enum selber rein, hol dir alle Werte, das ist dann ein Array, aus dem in dem all die in unserem Fall 3 verschiedenen Möglichkeiten, also unknown, open, closed oder so, drinsteht, und such dir anhand von dem Integer, den du ursprünglich in der Datenbank gespeichert hast, das ist die Ordinal, also der Integer-Wert, der numerische Wert von diesem ganz konkreten, von dieser ganz konkreten Ausprägung des Enums, den passenden Wert zurück und liefert den zurück. Und auch das markieren wir als Type-Converter. Und was wir da jetzt gemacht haben ist, wir haben all die Lücken geschlossen im Wissen von Room. Auch keine Sorge, wir sind jetzt gleich dann fast durch. 2 Klassen müssen wir uns noch anschauen, und dann müsste das alles irgendwie halbwegs funktionieren. Aber wir haben jetzt die Lücken in diesem Wissen von Room geschlossen. Room weiß ganz viel, kann uns ganz viel Arbeit abnehmen, was irgendwie den Umgang mit SQL oder SQLite angeht. Was Room in unserem ganz konkreten Fall nicht weiß, ist, wie Local Dates oder wie Daily Goals in der Datenbank gespeichert werden. Wir sorgen dafür, dass es Methoden hat, mit denen diese Informationen, die nicht in die Datenbank gespeichert werden können, automatisch in ein Format umgewandelt werden, das in der Datenbank gespeichert werden kann. Was wir jetzt brauchen, ist die Datenbank selber. Wir brauchen eine Klasse, die unsere ganz konkrete SQLite-Datenbank repräsentiert. Nochmal, wir schreiben nicht die Datenbank selber, wir schreiben keinen SQL-Code, um die Datenbank mit ihren Relationen und so weiter zu instanziieren oder zu initialisieren, sondern wir machen auch das wieder über diesen Room-Framework. Das heißt, wir definieren eine Klasse, unsere Day-Database, und wir sagen dann durch Annotationen Room, wie es die konkrete Datenbank, die wir uns da vorstellen, tatsächlich anlegen soll. Welche Tabellen da drin sein sollen, da verweisen wir dann auf das DAO, was wir für die Daily Goals schon geschrieben haben, welche Konverter gegebenenfalls benutzt werden sollen, weil wir schon antizipieren, dass es da bestimmte Lücken gibt. Und auch dann sind wir damit fertig. Dann kümmert sich um den Rest wieder Room, also um das tatsächliche Anlegen der SQLite-Datenbank. Machen wir das mal. Erzeugen wir eine neue Klasse, Die ist, oder die nennen wir mal Day Database, vor allem, weil die, glaube ich, so auch in dem Lösungsvorschlag drin steht und dann sind wir nicht verwirrt. Und diese Klasse, die muss erstmal abstract sein. Das ist nämlich nur eine Vorlage für Room, die soll gar nicht instanziert werden. Und die soll basieren auf einer Elternklasse, nämlich der Klasse RoomDatabase, glaube ich. So müsste das heißen. Genau. Es gibt schon eine Klasse, die vorgibt, wie so eine RoomDatabase auf der Ebene vom Java-Code abgebildet wird. Die erweitern wir hier. Und was wir jetzt machen, ist, wir definieren eine innere Klasse, die ist auch abstrakt. Und diese innere Klasse, von denen wir auch mehrere definieren können, das sind jetzt unsere Verweise auf die verschiedenen Tabellen, wenn Sie so wollen, unserer Datenbank. In unserem Fall haben wir genau eine Tabelle nur, diese Daily Goals. Das heißt, diese Datenbank wird später die Schnittstelle zwischen unserem Code und der Datenbank sein, insgesamt. Und wir haben ja schon Schnittstellen definiert, nämlich das DAO für unsere Tabelle für die Daily Goals. Und hier listen wir jetzt auf, letztendlich welche Tabellen unsere Datenbank beinhaltet, beziehungsweise welche DAOs genutzt werden können. Ganz konkret sagen wir, wenn wir mit den Daily Goals was machen möchten, dann brauchen wir einen Daily Goal Data Access Object. Das gibt diese Methode zurück. Die können Sie nennen, wie Sie möchten. Das ist später die Methode, die Sie immer aufrufen, wenn Sie Daily Goals oder wenn Sie irgendeine Operation ausführen möchten, die Sie hier definiert haben. Also wenn Sie irgendwas aus der Datenbank auslesen möchten oder was hinzufügen oder aktualisieren möchten. Das ist... Und wenn wir dann andere DAOs noch hätten, also ich kann mir jetzt gerade nicht vorstellen, was man hier in dieser App noch einfügen würde, aber sie würden an dieser Stelle dann auf alle diese DAOs verweisen, die Room bereitstellen soll, damit sie in ihrem Code auf die entsprechenden abstrahierten Datenbanktabellen zugreifen können. Jetzt müssen wir ein bisschen was noch annotieren. Wir müssen zum Beispiel sagen, dass es sich um eine Datenbank handelt natürlich, und wir müssen sagen, welche Entitäten in dieser Datenbank gespeichert werden sollen. Das ist in unserem Fall eigentlich nur diese Daily Goal Klasse, die hier verwendet werden soll. Also wir sagen jetzt Room ganz explizit, du kümmerst dich in dieser Datenbank darum, dass diese Java-Objekte vom Typen Daily Goal später in der Datenbank gespeichert werden sollen. Und dann noch ganz wichtig, wir geben an, welche Version unserer Datenbank das ist. Und das ist super wichtig, weil wir später über dieses Versionsattribut dann, wenn wir Änderungen an der Struktur unseres Codes vornehmen, die auch dazu führen würden, dass die Datenbank sich ändern müsste in ihrer Struktur, weil wir Felder umbenennen, weil wir Felder ergänzen in den entsprechenden Entitätsobjekten, Room die Möglichkeit geben, hier einen sauberen, eine saubere Datenbanktransformation oder ein Upgrade durchzuführen. Also dieser Versionseintrag ist super wichtig. Und was genauso wichtig ist, ist, dass wir hier an dieser Stelle dann noch sagen, wenn du dich um diese Entitäten kümmerst, und wenn du die Sachen in der Datenbank speicherst und irgendwas bemerkst, mit dem du nicht umgehen kannst, dann nutz in dem Fall diesen Konverter. Da müssen wir auch wieder auf die Klasse verweisen, um diese notwendigen Transformationen zwischen Werten, die du nicht kennst oder die SQLite nicht kennt und SQLite-kompatiblen Daten durchzuführen. Und auch dann sind wir mit dieser Datenbankklasse fertig. Jetzt sind wir an einem Punkt, wo wir alles, was wir für die Integration von Room in unsere App eigentlich brauchen, schon mehr oder weniger haben. Also wir müssen jetzt, glaube ich, keine Annotation mehr ergänzen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Was wir als letztes noch brauchen, ist irgendwo eine Stelle in unserer App, an der wir jetzt diese ganzen Zugriffe auf die Datenbank und auf diese Room-Schicht bündeln. Das ist jetzt so die letzte Schicht, die wir, oder die letzte die oberste Schicht, die wir in diesem ganzen Datenbank-Kontext noch anlegen. Und wenn wir die haben, dann schauen wir uns in unserer Anwendung um, an welchen Stellen wird denn mit den Datenbankobjekten interagiert, wo werden denn Sachen oder wo sollen Sachen gespeichert werden, wo sollen Sachen ausgelesen werden, und dann nutzen wir diese eine Schnittstelle, die wir jetzt definieren. Wir haben ja jetzt ja ganz viele Sachen definiert, wir haben unsere Entität markiert, wir haben dafür gesorgt, dass wir verschiedene Datenbankoperationen mit diesen Entitäten abbilden, wir haben Room gesagt, wie es umgehen soll mit vielleicht Daten, die es nicht kennt oder die SQLite nicht kennt. Wir haben unsere Datenbank jetzt noch angelegt, bei der wir angeben, auf welche Daten denn überhaupt zugegriffen werden soll, beziehungsweise welche Daten in der Datenbank gespeichert werden sollen. Und was wir jetzt machen, ist quasi über diese ganzen Sachen, die wir einzeln angelegt haben, ein großes Objekt, und das benutzen wir dann in unserem eigentlichen Code, den wir schon geschrieben haben, um diese Datenbank zu nutzen. Das ist dann dieser Helper, der auch im Lernmaterial häufiger erwähnt wird, den legen wir jetzt noch gemeinsam an. Das ist also jetzt wieder ganz normaler JavaScript-Code, wenn Sie so wollen. Den können Sie nennen, wie Sie möchten. Man nennt den häufig so Database Helper, das ist also die Hilfsklasse für diese Datenbank. Damit regeln wir an einer zentralen Stelle den Zugriff auf unsere durch Room verwaltete Datenbank. Wir brauchen so ein paar Informationen. Zum Beispiel brauchen wir einen Namen für die Datenbank. Speichere ich mal in einer konstanten. TracktivityDB nenne ich meine Datenbank später. Ich brauche für verschiedene Operationen einen Anwendungskontext, den speichere ich mir auch in einer Instanzvariable von diesem Helper. Kann ich auch gleich importieren, damit ich das nicht vergesse. Und was brauche ich noch? Ich brauche meine eigentliche Datenbank, die ich gerade angelegt habe, diese abstrakte Klasse. Schreibe ich mir einen Konstruktor. Database Helper, übergebe dem Konstruktor den Kontext, in dem er interagieren soll. Das speichere ich mir in meiner Instanzvariable. Und was ich als nächstes mache, ist, ich initialisiere jetzt meine Datenbank. Ich nehme mir meine Instanzvariable, die ich da angelegt habe, und sage, ich hätte gerne eine neue Datenbank, und das ist jetzt das letzte Mal, dass ich mich um dieses Zeugs kümmern muss. Ich sage jetzt Room, dass es diese Datenbank anlegen soll, und danach interagiere ich nur noch mit diesem Objekt, was ich hier drin habe. Ich kriege dann eine Datenbank zurück, die dem Schema folgt, was ich hier definiert habe. Das ist dann, da wird intern dann eine Subklasse von dieser Klasse hier erzeugt, das ist ja Abstract, das heißt, die kann nicht ganz direkt instanziert werden, aber ich kriege das dann zurück und damit kann ich dann arbeiten. Das letzte Mal, dass ich ein bisschen was Kompliziertes machen muss, danach erfolgt das alles über diese Schemata, die wir gerade angelegt haben. Ich sage Room, erzeugt bitte eine Datenbank, mach das bitte mit so einem Builder, also jetzt quasi ein Objekt, was wir instanzieren, um die eigentliche Datenbank zu erstellen. Mach bitte eine Datenbank von dem Typen DayDatabase und nenn die bitte so, wie wir das hier in der Konstanten definiert haben. Dann mach bitte eine Sache, die man normalerweise nicht machen sollte. Ganz, ganz wichtig, das müssen Sie jetzt auch machen. Erlaube bitte, also wir sprechen jetzt mit diesem Builder, erlaube bitte, dass wir in unserem Main-Thread Datenbank-Anfragen oder Operationen durchführen können. Das machen wir nur diese Woche. Nächste Woche lernen wir, wie wir das umgehen. Akzeptieren Sie einfach mal, dass das notwendig ist. Und wenn wir das alles angegeben haben, dann erstell bitte meine Datenbank. Und wenn das jetzt funktioniert oder wenn wir das jetzt durchführen, wenn wir also diese Database-Helper-Klasse instanzieren, dann haben wir jetzt hier drin eine Datenbank, ein Java-Objekt, was wir verwenden können, um in unserem Code auf diese Datenbank, die Room jetzt für uns verwaltet, über diese ganzen Schichten, die wir definiert haben, zuzugreifen. Ihr könntet zum Beispiel hier in diesem Helper eine Methode schreiben, zum Beispiel sowas wie, was machen wir denn? Wir schreiben uns eine Methode, Daily Goal, Get Day for Date, LocalDate. Und diese Methode rufe ich irgendwo in meiner Anwendung auf, wenn ich aus der Datenbank ein Objekt für dieses Datum auslesen möchte. Und damit muss ich mich jetzt nicht mehr rumklagen. Ich sage einfach in meiner Datenbank, greif bitte auf das Data Access Object für die Tage zu. Und da drin habe ich ja schon vorher eine Methode definiert, die genau das macht, was ich jetzt haben möchte, nämlich mir für diesen Parameter ein Datum zurückgibt. Und dann, wenn ich diese Methode irgendwo in meiner Anwendung aufrufe, kümmert Room sich darum, dass diese SQL-Operation, die ich da definiert habe, tatsächlich durchgeführt wird und ich dann das hier auch als Daily Goal, das Ergebnis von dieser Operation, zurückbekomme. Das kann ich auch noch mit anderen Sachen machen. Ich könnte mir jetzt hier zum Beispiel eine Methode schreiben, sowas add or update kann man immer zusammenfügen, weil ich auf der Ebene von meiner App, wo ich dann den Code schreibe, vielleicht gar nicht unterscheiden möchte. Da sage ich einfach hier, nimm dieses Daily Goal, das ich dir als Parameter übergebe. Wenn das noch nicht in der Datenbank drin ist, dann füg es ein. Wenn es schon drin ist, dann aktualisier es halt einfach. Deshalb fügt man oder macht man manchmal eine Methode, diese beiden Operationen an dieser Stelle für die Stelle, an der diese Methode aufgerufen wird, kombiniert. Wenn ich hier draufklicke und dann sehe, 11. Mai sollen die Ziele jetzt als erledigt markiert sein, dann nimm einfach dieses Daily Goal für den 11. Mai und falls das in der Datenbank schon drin ist, okay, dann änder bitte den Wert, egal was da drin steht, da soll jetzt drin stehen, ist erledigt. Und falls das ein Tag ist, den ich vorher noch nie in der Datenbank gespeichert habe, dann fügt den neu ein. Und für die Stelle, an der dieser Klick verarbeitet wird, ist das völlig egal, welche von diesen beiden Operationen das ist. Für die Datenbank ist es nicht egal, deshalb müssen wir jetzt an dieser Stelle ein bisschen programmieren. Wir holen uns aus der Datenbank Day from Database den Eintrag für einen bestimmten Tag, nämlich für den Tag, für den dieses Datum hier, für den dieses Ziel markiert werden soll, raus. Das mache ich jetzt wieder über den gleichen Weg. Ich nehme meine Datenbank, die ich erstellt habe. Ich greife auf das DAO zu, was ich extra dafür angelegt habe. Ich hole mir für ein bestimmtes Datum, und zwar für das, was in dem Date-Objekt drin steht, hier für dieses Daily Goal Objekt, für das Datum, was da drin steht, hole ich mir den Eintrag aus der Datenbank. Wenn da kein Eintrag drin ist, bekomme ich kein Daily Goal Objekt zurück, ist ja klar, sondern ich bekomme null zurück. Das heißt, ich kann hier unterscheiden, wenn in der Datenbank noch kein Wert für diesen Tag drin steht, dann greife ich auf die Datenbank zu, greife auf dort die Days bzw. das Day Data Access Object zu und sage, füg bitte dieses Objekt in die Datenbank ein. Das ist diese Insert-Operation, wo wir nicht mal eine SQL-Query schreiben müssten, weil Room das einfach kann. Und wenn aber ein Datum oder ein Ziel in der Datenbank schon für dieses Datum existiert, dann mach ein bisschen was anderes, dann aktualisiere diesen Eintrag, den ich dir hier als Parameter übergebe. Und wenn wir noch was brauchen, was könnten wir noch brauchen? Weiß ich gar nicht, ob wir noch so viel mehr dafür brauchen, aber wir sind jetzt eigentlich auch mit den ganzen Room-Sachen tatsächlich fertig. Dieser Day-Database-Helper, das wäre jetzt die einzige Komponente, die wir in den Ablauf unserer Anwendung noch integrieren müssten. Das machen wir jetzt heute nicht mehr, weil die Zeit rum ist. Da schicke ich Ihnen dann gleich noch einen Hinweis, wie Sie sich diesen letzten Teil anschauen können, oder wir schauen uns das nächsten Montag nochmal gemeinsam an. Aber was wir jetzt erreicht haben, und es ist schade, dass ich Ihnen das jetzt nicht zeigen kann, weil es ist halt alles irgendwie so Unterbau. Das ist nichts, was hier irgendwie die App verändert oder so. Aber was wir jetzt erreicht haben mit diesen Klassen, die wir angelegt haben, ist, dass, wenn ich es möchte und wenn ich diese Klasse hier instanziere, automatisch auf meinem Android-Gerät für meine App eine SQLite-Datenbank angelegt wird, in der diese Informationen hier, Daily Goals, gespeichert werden, automatisch, ohne dass ich da großartig was tun muss, und ich neue Inhalte in der Datenbank abspeichern kann, existierende auslesen kann. Und was jetzt wichtig wäre, wäre zu identifizieren, wo brauche ich denn diese Datenbank? Die brauche ich natürlich im Goal Tracker. Das ist ja die Klasse, die schon in der fertigen App, in dem Starterpaket existiert, um hier so eine Liste von Daily Goals für den aktuellen Monat abzuspeichern. Und jetzt muss ich diese Datenbank in dieses Objekt integrieren. Das heißt, hier müsste ich mir irgendwo meine Datenbank instanzieren. Wahrscheinlich würde ich sowas machen wie, ich würde neue Instanzvariable mir erstellen, Day Database Helper. Das ist ja die Klasse, mit der wir innerhalb unserer Anwendung mit Room sprechen wollen. Die nenne ich dann vielleicht irgendwie DB. Wenn ich den Tracker initialisiere, dann initialisiere ich vielleicht auch meine Datenbank. New Day Database Helper. Dafür brauchen wir den Kontext. Den müssen wir dann wahrscheinlich hier injecten, also an den Konstruktor weitergeben. Und dann habe ich, muss ich in der Main Activity wahrscheinlich an einer Stelle hier. Also this ergänzen, damit das vollständig ist. Aber dann habe ich meine Datenbank hier drin in dem Goal Tracker, und dann könnte ich solche Sachen machen wie immer dann, wenn hier zum Beispiel der Zustand von einem Daily Goal aktualisiert wird oder umgesetzt wird, umgeswappt wird, sowas machen wie Datenbank, aktualisiere doch mal für das Daily Goal, was ich hier gerade umgeswappt habe im User Interface, den Eintrag in der Datenbank. Sowas könnte ich jetzt machen. Also ich könnte jetzt an allen Stellen, wo ich ohnehin schon meine Daten verändere, in dieser App, in der die Persistenzschicht noch nicht drin war, die entsprechenden Operationen auf meiner Datenbank ausführen und dann damit dafür sorgen, dass das Ganze im Hintergrund auch gespeichert wird. Ich müsste am Anfang wahrscheinlich noch einmal alle Werte aus der Datenbank auslesen und dann dieses Array damit am Anfang initialisieren. Aber ich hätte jetzt nur noch ein paar Punkte, ein paar ganz klar definierbare Stellen, wo meine Anwendung jetzt auf diese Persistenzschicht zugreifen muss. Leider, leider, leider müssen wir jetzt aber abbrechen, weil wir schon ganz weit über der Zeit sind. Nochmal der Hinweis, ich schicke Ihnen später, wahrscheinlich morgen früh, nochmal einen Hinweis, wo Sie sich diesen letzten Teil, den ich jetzt nur zusammengefasst habe, also das Integrieren von dieser fertigen Datenbank in die App, nochmal in Ruhe anschauen können. Sie können sich das auch in der fertigen Lösung anschauen, in dem Lösungsvorschlag. Und nochmal auch der Hinweis, wenn das jetzt kompliziert war, der Mechanismus, wahrscheinlich sogar fast die Namen von den Klassen, die wir verwendet haben, werden immer gleich sein. Also Sie werden immer das Gleiche machen, wenn Sie so eine Room-Datenbank brauchen. Und wenn Sie das jetzt 2, 3, 4 Mal gemacht haben, dann haben Sie das auch besser verstanden und können das dann in Ihre eigenen Anwendungskontexte super leicht integrieren. Jetzt danke ich Ihnen aber erstmal für die Aufmerksamkeit, dass Sie noch so lange dran geblieben sind. Schauen Sie sich die ganzen Sachen, die ich dann noch veröffentliche, in Ruhe an. Arbeiten Sie die Übung durch, die wir vorbereitet haben. Und ich bin mir relativ sicher, wenn Sie dann auch das Lernmaterial nochmal anschauen, dass Sie das dann relativ gut verstehen werden. Das ist, schaut sehr kompliziert aus, es ist auch super komplex, weil es ganz viele Dinge gibt, aber wenn Sie das ein bisschen gemacht haben und das Ganze dann mal in einem richtigen Anwendungsfall ausprobiert haben, werden Sie auch die Vorteile davon, glaube ich, oder hoffe ich oder weiß ich, sehr klar sehen können. Jetzt aber schönen Abend noch. Wenn Sie möchten, sehen wir uns dann nächste Woche wieder. Und dann programmieren wir auch wieder ein bisschen mehr. Bis dahin, haben Sie eine schöne Zeit und auf Wiedersehen.